Lestan, Snowy hier am Mikrofon. Welcome to the machine, my son. Wir melden uns heute zurück, die Nachtmeerfahrten. An diesem besonderen Tag, wo ich gar nicht auf die Tagesenergien geschaut habe. Ich habe nur jetzt gerade mal kurz noch ins Horoskop geschaut. Wir haben anscheinend Wassermann-Mond, Mond-Pluto-Konjunktion. Ja, plutonisch, das heißt, das sollte uns doch in gewisse Untiefen führen. Mit unserem heutigen Thema Kommunikation und Bardentum. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Und wir haben dafür natürlich heute genau den passenden Gast. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland keinen passenderen. Aber zunächst mal Grüße gehen raus an meinen Co-Kapitän, den guten Kevmeister. Kevin, mein Guter, wie ist die Lage in der Oberpfalz? Hallihallo, Nachtmeerfahrtengemeinde. Ah, ja, das Feeling in der Oberpfalz ist sehr drückend. Ein Sturm kündigt sich an. Perfekte Stimmung, um zu senden, würde ich sagen. Und ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches und gern gesehenes Willkommen an Mr. Frank Stoner. Ja, hey, Grüße an euch und an alle da draußen. So, hey, und vielen Dank für die Blumen. Aber hey, die Nummer eins, der Go-To-Guy, das ist ja fast zu viel der Ehre. So, sagen wir mal Top 10, dann bin ich auch schon zufrieden. So, es gibt großartige Leute hier im Land. Aber hey, es ist mir eine Freude, mal wieder bei euch am Start zu sein. Danke für die Einladung. Nachtmeerfahrten, wirklich ein Format, wo ich auch immer gerne bin. Der Name ist schon Programm. Ja, das ist diese Seefahrt, ein bisschen ins Ungewisse, Nacht noch mehr, auch so die dunklen Aspekte ein bisschen besurfen. Und wirklich so genau weißt du man nie, wo die Reise hingeht, wo die Winde stehen. In der Oberpfalz ist Sturm angekündigt. Na, mal sehen, wohin uns die Reise heute treibt. Und freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Danke. Ja, ja, und ein bisschen düster sind wir hier gleich eingestiegen mit Black Sabbath, mit Iron Man. Du hast mir die Tage erzählt, wir haben ja am Montag unser Oster-Special gesendet, dass Ozzy gar nicht selbst die Texte geschrieben hat, sondern der Bassist von Black Sabbath tatsächlich, ja. Und, ja, Lisa Butler, ey, total underrated. Und ich hab wirklich Jahrzehnte, möchte ich schon fast sagen, gedacht, mir oft drüber nachgedacht, so, ey, wie konnte Ozzy Osbourne so intelligente Texte schreiben, wo so viel philosophische Substanz auch ist, weißt du, sehe ich nicht einfach nur Trash irgendwie, Devils singen, so. Ich meine, da steckt so viel drin und dann habe ich mir gedacht, hey, krass, wie kann der das nur schreiben, so, wo der doch nach eigener Auskunft auch den ganzen Tag nur Buß hat und so und echt ein Arbeiterkind auch ist, wo hat der dieses Bildungslevel so. Und ich habe jahrzehntelang, habe ich mir schon gedacht, ah, krass, der muss das irgendwie gechannelt haben, weißt du, irgendwie hat er da doch irgendein Wesen, was ihm das einflößt, aber er kann es doch nicht, woher hat er das sonst? Bis ich dann irgendwann vor ein paar Jahren erfahren habe, oh shit, das ist Geezer Butler, der Bassist, der all die frühen Texte geschrieben hat, bis dann später dann Ronnie James Dio gekommen ist, der Sänger, der hat es noch nicht selber gemacht. Und Geezer Butler, echt einer der most underrated Musicians, mega Bassist und ey, was für ein Songwriter, krass. Ja, ja, war mir vorher auch kein Begriff. Also ich kann natürlich den Gitarristen Tommy Iommi, ja. Der absolut, hier, weißt du, Iron Man ist eigentlich das perfekte Beispiel. So ein super simpler Gitarrenriff eigentlich, ja. Das ist so einer, den kannst du auch, wenn du mit E-Gitarre neu anfängst, den kannst du relativ schnell, ja. So, aber trotzdem, so ein super epischer, zeitloser Riff, ja, der einfach diese Härte, diese Düsternis verkörpert, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, über das wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Wir sprechen natürlich einerseits über Kommunikation, Bardentum, aber Musik ist ja im Endeffekt so, ja, die gesungene Kommunikation, ja, wenn nicht die schönste Form der Kommunikation und das, was letztendlich am meisten Spirit, am meisten Emotion transportieren kann, ja. Und auch das ist natürlich ein spannendes Thema, weißt du, wenn du diese Musik als Vehikel verwendest, ja, was löst das in Menschen auf und die Verantwortung, die damit einhergeht, ja. Ich habe mir zur Vorbereitung ein 2 Jahre altes Gespräch von dir angeschaut. Da hattest du Ralf Rallenstein eingeladen bei dir, ja, zu Stoner, Frank und Fry. Und da habt ihr auch so ein bisschen gesprochen über das Wesen der Musik, war der Titel. Und ihr habt drüber gesprochen, ja, was löst das in Menschen aus? Ja, was in was für einen Trip kann man da geraten? Ja, sowohl als Musiker als auch was schwappt dann über aufs Publikum? Ja, und ich finde diese Wechselwirkung halt so extremst spannend. Ja, weil du bist für mich jemand und damit hängt Bardentum zusammen. Das, was du eigentlich machen willst, ist, du willst irgendwas erzählen. Du erzählst eine Geschichte und bei der Geschichte ist erstmal nicht wichtig. Und das ist ja das, was wir beide an dir immer so geschätzt haben, ja, weswegen du einer der wenigen bist, habe ich dir schon öfter gesagt, dem ich seit Jahren zuhöre,
weil du willst, dass irgendwas überschwappt auf den Zuschauer. Ja, dir scheint wichtig zu sein, dass da eine Emotion ankommt. Ja, dass irgendwas Tieferes ankommt als das rein vermittelte rationale Wissen. Ja, und das ist eben das, was sowohl Geschichten als auch Musik kann. Ja, und da glaube ich, ist es ganz, ganz spannend, sich mal so ein bisschen über diesen schmalen Grat zu unterhalten. Ja. Und wie man den surfen kann und ob es da überhaupt eine gesunde Herangehensweise gibt, ja, an diese Kraft, die da drin ist, ja. Weil auf der einen Seite weiß man, man kann das Feuer eigentlich immer mehr schüren und was dann das Ergebnis ist, das steht in den Sternen, ja. Das ist ja sowohl in der Politik wie auch in der Religion, wie auch natürlich in der Rockmusik und so weiter passiert, ja. Und dennoch, und das haben Kevin und ich hier auch schon immer wieder gesagt, dennoch muss man auch bis zu einem gewissen Grad damit arbeiten, weil es ist ja auch, es macht ja auch keinen Spaß, die ganze Zeit dann so diese Dynamik rauszunehmen, ja, alles zu relativieren, alles zu sagen, ja, es könnte aber auch so sein, sondern wenn du einmal das Feuer schürst, dann willst du ja auch, dass es weitergeht, ja. Und ja, da glaube ich, dass auch solche Beispiele wie so große Bands, wie gerade Heavy-Metal-Bands, ja, ein gutes Beispiel sind. Wir werden vielleicht auch ein bisschen über Techno reden, weil Techno ist etwas, womit ich mich viel beschäftigt habe, weil Techno ja wirklich dieses gemeinsame Feld für Leute schafft, ja, dieses Feld, in dem man sich tatsächlich verlieren kann, wo man in einem Egregor dann vielleicht ist, ja, es schafft diese Einheitserfahrung. Und der Widerspruch, ja, über den ich eigentlich seit Jahren nachdenke, ja, vielleicht philosophisch irgendwo ist. Auf der einen Seite fühlt man sich dann wie so ein Kanal, ja, also man kann sich dem Feld ja hingeben und man ist dann, es wirkt wie ein Kanal durch einen. Und die Frage, die ich mich immer stelle, ist dieser Kanal eigentlich gut oder ist dieser Kanal möglicherweise, jetzt extrem ausgedrückt, etwas Dämonisches und lenkt einen eigentlich davon ab, von dem Inneren, von der Individualität, von dem, der man eigentlich ist. Ja? Und ich glaube, das ist eine Frage, die hat keine einfache Antwort. Aber ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang so ein bisschen folgen. Ja, und jeder wird das sicher kennen, ja, dass man sich hingibt, dass jemand wie Ozzy Osbourne fühlt sich dann vielleicht so, als ob Lucifer durch ihn wirkt. Ja, so der Herr des Lichts singt, spricht dann durch ihn. Und das muss ja ein sehr, sehr erhabenes, großartiges Gefühl sein. Ja, das ist ja, das geht schon mit dem einher, meiner Ansicht nach, was man Spirit nennen würde. Und trotzdem könnte man auf der anderen Seite sagen, na gut, was ist das dann? Ne? Hat es dann mit Ozzy noch so viel zu tun? Oder mit dem Leadsänger der und der Band? Oder mit einem Politiker, der gerade auf dem Film ist? Oder irgendeinem Hierophanten damals in Ägypten? Ja, das ist immer so die große Frage. Aber auf der anderen Seite eben sieht man, es fasziniert uns alle. Ja, also dieses Feuer, wir kennen das ja alle, das Feuer springt über und irgendwie will man es auch. Irgendwie will man sich dem hingeben, weil man spürt. Und da ist vielleicht der Tag richtig heute, wo der Mond so nah am Pluto steht. Es ist irgendwie was Plutonisches, ne? Es ist was Machtvolles. Aber gleichzeitig ist da dieser Magnetismus, ja, wie von Iron Man. Es ist wirklich dieser Magnetismus, der einen zieht, der einem irgendwie sagt, okay, da ist Kraft. Okay. Das mit dieser Geschichte wollte ich nur mal so ein bisschen einleiten und ja. Ich kann das vielleicht. Feuer frei, ihr Lieben. Ich kann jetzt gleich vielleicht ein bisschen ergänzen mit diesem Kanal öffnen und vielleicht auch ein bisschen Medium sein für etwas, das durch einen spricht. Jetzt vielleicht nicht direkt auf Musik bezogen, aber ich hatte jetzt letztes Wochenende einen Kumpel hier. Grüße gehen raus an Paul. Der hat mir ein paar witzige Videos gezeigt von YouTube von so Typen. Ich glaube, der eine war aus Dresden, muss auch relativ bekannt sein, relativ großer YouTuber. Und der hat sich halt irgendwie so auf die Fahne geschrieben, so die Leute zu verstören. Ne? Der läuft dann so mit der Kamera durch die Stadt durch und läuft dann auf irgendjemanden zu und labert den dann halt mit irgendeinem Scheiß voll. Und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, okay, der Typ muss irgendwie einen gewissen Wahnsinn in sich haben. Und da gab es einen ganz interessanten Clip. Da ist er in eine Kirche reingegangen. Der hat auch so Clips, wo er einfach irgendwie in irgendwelche Läden reingeht und anfängt rumzuschreien. Und er geht dann in eine komplett volle, das ist keine Kirche, sogar eine Kathedrale oder sowas, echt was richtig Großes. Es geht da rein, es ist ein Messe, es ist komplett voll. Und er stellt sich ganz hinten hin und du er ist so unruhig und du merkst schon, okay, gleich will er irgendwas machen. Und dann sagt er irgendwie so, oh nee, das kann ich nicht. Und dreht sich um und du siehst so sein Gesicht und auf einmal verändert sich sein Gesicht so und er sagt so, oh, natürlich kann ich das. Und auf einmal fängt er an, völlig rumzuschreien. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, irgendwie, also
dieses, es gibt schon dieses Neckische im Menschen, ne? Diesen Narren, ne? Wo man die Leute auch mal ein bisschen irgendwie veräppelt und ihnen dann so den Spiegel vorhält. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute heutzutage, gerade in dieser Influencer-Szene, die versuchen einfach so arg zu provozieren, und möglicherweise sind diese Leute auch sehr, sehr stark Medium für, ja, irgendwelche Geister, die vielleicht ja doch nicht ganz so gutwillig sind, ne? Und ja, es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wie viele Leute doch gerade Kanal sind für höhere Kräfte und sich dessen gar nicht bewusst sind. Oh ja, ja, großartig. In welche Tiefen ihr schon hier am Anfang diese Sendung schiebt, und großartige Gedanken, die ihr beide da jetzt hier zum Ausdruck gebracht habt. Und ich schätze, es ist halt wie immer so im Leben so eine Frage der Balance, die Balance finden. Und das ist vielleicht die höchste Lebenskunst. Also in dem Sinne auch, wir sind immer mit allem verbunden. Ja, das ist so eine tiefe mystische Erkenntnis. Alles ist miteinander verbunden. Das heißt, du kannst dich gar nicht abschotten vor der geistigen Welt, vor diesen größeren Feldern, weißt du, es ist wie so eine Spirale, so. Du hast dein Inneres, aber du bist auch immer verbunden mit dem Großen. Und du kannst dich da gar nicht abschotten. Und das ist auch aus meiner Sicht überhaupt nicht erstrebenswert, sondern es geht ja eher, sich so in das Große einzutunen. Aber es ist halt die feine Lebenskunst. Weißt du, wo ist die Balance? Wo ist ein Einfluss von außen, der dich irgendwie auch, ja, ich sage auch mal, manipuliert, also in eine Richtung treibt, was du gar nicht bist. Du machst was du eigentlich gar nicht wirklich machst. Ja, wo kommt was von außen, und von dem man sich dann irgendwie auch frei machen muss? Und wo ist wirklich mein innerer Impuls, so das, was ich machen will, was ich zum Ausdruck bringen will? Und deswegen, hey, ich, wo wir schon bei den ganz großen Dingen sind, erkenne dich selbst. Das ist so die größte Wahrheit, die ich auf dieser Welt sehe. Und das geht genau in die Richtung. Erkenne dich selbst. Und im Zuge der Selbsterkenntnis gewinnt auch das eben an Schärfe, so dass du das ein bisschen unterscheiden kannst. Was kommt jetzt originär aus mir? Was kommt von anderen Menschen? Und letztens, klar, wenn du kannst auch sagen, was originär von mir kommt, kommt auch vom Großen, so. Du bist immer verbunden. Aber so jetzt im Verhältnis zu anderen Menschen, oder ich würde vielleicht sogar sagen, zu anderen, können auch geistige Entitäten sein. Ihr sprecht ja auch manchmal von Archonten und so weiter. Also, was kommt von anderen, von außen, und was bin ich selbst? Und da so das Gleichgewicht finden, das ist so die höchste Lebenskunst. Und auf einer noch höheren Ebene, spielt es dann philosophisch gar keine Rolle mehr, weil dann muss man sich fragen, so, okay, was ist eigentlich das Selbst und so weiter, und dann erkennt man auch, das Selbst ist jetzt keins ganz, was nur ich habe, so. Aber das ist dann eine philosophische Frage. Aber hey, fürs Leben, für die Lebenskunst, für jeden von uns, egal was man im Leben macht, ey, da geht es immer darum, diese Dinge ins Gleichgewicht zu bekommen und deine Sinne dafür zu schärfen, wo kommt jetzt irgendwas von außen, was jetzt gar nicht ich bin. Und hey, das ist wirklich eine wichtige Lektion, weil es gibt da tatsächlich auch da draußen Leute, die haben die Kunst zu manipulieren. Ich meine, wir sprechen ja darüber, ihr habt das ja beide gesagt, so, und auch gut erkannt. Mein Ding ist auch tatsächlich so, die Leute abzuholen. Da sind wir schon wieder bei dem, wo wir vielleicht noch drüber sprechen, Badentum und so weiter. Es ist nicht einfach nur ein Wissensvermitteln, wie vielleicht an der Universität oder in der Kirche, sondern es geht ein gemeinsames Ding irgendwie kreieren, so, ja. Das antriggern Leuten so in ihren Herzen. Hey, guck mal, spürst es doch in dir selber, hast vielleicht auch die Resonanz dafür. Das ist was ich, ja, schon mache. Und da gilt es dann genauso auch zu schauen, auch da in eine Balance zu kommen. Nicht auf einmal, und das ist auch so ein typischer Musikerfluch, nicht auf einmal auf den Trip zu kommen, hey, ich kann die Puppen tanzen lassen nach meiner Pfeife oder sowas. Und das ist auch so eine alte Challenge, das ist auch so ein Archetyp. Wir kennen es in Spielmannsgeschichten, ja, wo einer auf einmal die Macht hatte, Menschen zu manipulieren, Kraft seiner Musik, seines Charismas. Der Rattenfänger von Hameln ist die bekannteste Story in dieser Richtung. Ja. Und das ist, auch da gilt es, im Gleichgewicht zu sein. So, also schon, hey, die Leute abholen irgendwo oder versuchen zu berühren, ihr Herz zu erreichen. Aber auf der anderen Seite musst du eben auch, und viele Musiker haben das, wenn die dann sehr erfolgreich waren, musst du auch aufpassen, dass du nicht in diese Ego-Falle fällst und ey, boah, ich mach irgendwas und die Leute reagieren so, wie der Puppenspieler auf einmal. Weil da, Puppenspieler, da verstrickst du dich dann noch ganz schnell und dann wird es kompliziert so. Ja, ich bin mir sicher, über dieses Thema werden wir heute Abend noch länger sprechen. Aber genau, lass uns ein bisschen mal ins Bardentum einsteigen. Tatsächlich bist du schon der beste Gast, der mir da einfällt, weil ich tatsächlich niemanden in Deutschland sonst kenne, den ich irgendwie als Barden bezeichnen würde, obwohl es sicher ein paar herumstreuende Barden in
Bayern und Sachsen geben wird, ja, aber du bist jetzt so der Einzige, den ich kenne, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Und ich würde dich mal fragen, was zeichnet das Bardentum überhaupt aus? Ja, so wie ich das kenne, kommt das ja irgendwann aus dem frühen oder Hochmittelalter. Und intuitiv würde ich jetzt mal sagen, das, was der Barde machen will, ist, er erzählt eine Geschichte. Er erzählt eine Geschichte so, dass die Leute dir zuhören. Und was macht das aus? Also was ist da der springende Punkt? Kann man das überhaupt so einfach sagen? Ja, ja, genau in die Richtung geht's. Also der Barde, klar, der Begriff oder so, es kommt, glaube ich, aus dem Mittelalter so, aber es ist ein, für mich ist es eher ein Archetyp. Ich laufe jetzt auch nicht rum in der Welt und wenn mich jemand fragt, was machst du, dann sage ich, ich bin Barde. Wenn ich mit jemand tiefer kommuniziere, sage ich es vielleicht schon, weil das ist ein Archetyp. Ja, ich meine, Stefan oder Elistan, du machst ja viel hier Human Design und so weiter, da gibt's auch Typen und im Tarot gibt's Typen, in der Astrologie gibt's Typen und der Barde, das ist für mich auch ein Archetyp, ja? Also so etwas, was so zu allen Zeiten manche Menschen charakterisiert. Und die meisten Menschen von uns, glaube ich selber auch, wir sind auch ein Mix aus Archetypen so, aber der Bardenanteil, der ist in mir tatsächlich schon groß. Und was dieser Archetyp eigentlich bedeutet, der Barde ist derjenige, der so in Gruppen von Menschen, früher halt Stämme oder Clans oder halt irgendwelche Gemeinschaften, wo auch immer du lebst halt, ja, der Barde ist derjenige, der dafür zuständig ist, die Geschichten zu erzählen, die Geschichten von früher, also tatsächlich Geschichte, wo kommen wir her, was war vorher, unsere Vorfahren, damals noch, als, keine Ahnung, was Schlimmes passiert ist, die große Hungersnot und so weiter, aber dann, ey, wo wir irgendwie irgendwas gewonnen haben, keine Ahnung, also der so die Stories erzählt, in einer Zeit, wo es noch keine Schrift gab, beziehungsweise Schrift gab es wahrscheinlich schon, die Runensinne gab es ja, aber man hat zu der früher mit den Runen keine Texte geschrieben. Die waren nur da für irgendwelche Zaubersprüche oder Sachen. Ja, durfte man gar nicht, das war. Genau, das war zu trivial. Alles Wissen wurde mündlich weitergegeben. Übrigens Tradition, die es heute noch gibt, im Islam zum Beispiel, so, wo der Koran halt einfach mündlich auch weitergegeben wird in manchen Koranschulen. Also das ist so eine uralte Weitergabe von Geschichten. Das ist die Aufgabe des Baden. Und weiterhin ist die Aufgabe des Baden auch, und da kommt auch dann diese Musik viel ins Spiel. Der Barde hat auch so ein Gefühl dafür, wie der Spirit der Gruppe ist. Der Barde ist auch immer so am Inspirieren. Der geht mit den Gefühlen um, hilft der Gruppe, dem Stamm, dem Clan, was auch immer die Gruppe ist, mit Gefühlen umzugehen. Ob das Trauer ist, ob das Schmerz ist. Er versucht dann auch vielleicht ins Gleichgewicht die Gruppe zu bringen, indem er halt mit Musik, mit Rhythmen halt Vibes kreiert, oder versucht mit gewisse Vibes aufnehmen und versuchen ins Gleichgewicht zu bringen, so. Das ist auch die Aufgabe des Barden. Und ich selber habe, also Barde, ich benutze eigentlich persönlich lieber noch lieber den Begriff Troubadour. Das hat so eine, das verbindet man traditionell mit sowas Romantischem dann irgendwie, ne? Jemand, der an so eine Dame herantritt. Ja, das hat damit auf jeden Fall zu tun. Hey, der Troubadour, der Begriff, der kommt aus Südfrankreich, was ja im Mittelalter noch nicht Frankreich war. Das war noch bevor dann dieser Kreuzzug gegen den Gral kam, weil da gab es das freie Okzitanien in Südfrankreich und auch Teile von Nordspanien so waren da davon. Und in diesem freien Okzitanien, da sind auch tatsächlich eben, da war eine größere Religionsfreiheit, wir reden jetzt vom Mittelalter, eine größere Religionsfreiheit als in anderen Bereichen in Europa. Und dort kommt der Begriff Troubadour her. Und der Troubadour, das ist etymologisch, kannst du sagen, das hat zu tun mit dem französischen trouver, finden. Der Troubadour ist ein Finder. Ja, er findet Dinge und oder Erkenntnisse oder Stories und teilt die dann mit seinen Leuten. Ne? Und tatsächlich beim Troubadour ist es auch so, du hast es ja gesagt, was man da gleich damit verbindet, so der Minnegesang, das Besingen des Weiblichen. Ey, wenn du da weiter dahinter gehst, dann kommst du eben auf den Gral. Der Troubadour hängt auch ganz eng zusammen mit der Grals-Legende und diese südfranzösische Version davon. Oder okzitanisch, muss man sagen. Was ist nicht Frankreich? Also heute schon, aber damals halt nicht.
Das ist ja das alte Gralsland. Das ist ja dort, wo auch dann die Katarer waren, die eben auch in diesem freien Klima aufblühen konnten. So, die hat halt keiner verfolgt dort. Ja, ja, und diese Gralsgeschichten, da dahinter, das ist so eins meiner Lieblingssteckenpferde natürlich auch, weil so europäische Spiritualität, das so, wo wir herkommen. Der Gral, da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, so diese christianisierten Varianten, Kelch vom Blut Jesus und so weiter. Aber der Gral, das alte, vorchristliche, heidnische, troubadourisch, was die Troubadour halt noch aufgegriffen haben, der Gral ist ein Symbol für Weiblichkeit, für Fruchtbarkeit, für die Natur, für die Erde, dieser Bezug zur Natur. Und das ist, was der Troubadour ist. Der Troubadour ist ein Gralschützer. Und das geht dann auch in die ganze Richtung, was ist ein Ritter? Ja, ein Ritter sollte eigentlich, also aus meiner Sicht, aus der Sicht der Gralsritter, der Gralstroubadoure, ist ein Ritter, der die Natur, das Weibliche schützt. Das Leben schützt so. Also das ist die Aufgabe vom Troubadour. Und dann die pervertierte Seite des Rittertums, und das hast du schon im Mittelalter gesehen, das ist dann so, ey, boah, so, weißt du, so Kampfmaschinen, Tempelritter, die zum Teil wirklich extrem diszipliniert waren und das Leben direkt schon verachtet haben. Da gibt es zahlreiche Stories, wo die wirklich in so Selbstmordkommandos reingehen, nur um zu zeigen, wie tapfer sie sind. Völlig sinnlos. Ja, pass auf. Der Anti-Troubadour sozusagen. Ja. Selbst bei den Katarern am Ende gab es ja so einen rituellen Selbstmord dann. Also wo die Katarer, weil das waren ja Gnostiker, ne, wirklich der höchsten Oktave, die das Leben so sehr die sowieso totale Asketen waren und die dann am Ende sogar so einen rituellen Selbstmord eingeführt haben, Endura oder so ähnlich, mir ist der genaue Begriff gerade entfallen. Ja, wo du wirklich gesagt hast, du hängst ja noch an dem Körper, ja, wie so Advaita, in Indien gibt's das auch, wenn du das ganz extrem siehst, ja, der Körper als eigentlich als Fehler, ja, oder als Ballast oder zumindest als nicht erstrebenswert, hier in der fleischlichen Hülle zu sein. Und ich finde auch interessant, wie die Menschen da immer wieder in dieses Paradox geraten. Du hast gerade schon gesagt, Kreuzzug gegen den Gral. Du hast ja auch mal Sendungen gemacht über Otto Rahn, der diese Bücher geschrieben hat, Luzifers Hofgesind und Kreuzzug gegen den Gral. Und der ist ja auch nach Montségur gegangen, wollte vielleicht so ein moderner Troubadour sein. Das war ja auch kein klassischer Nazi, sondern jemand mit einer sehr, sehr interessanten Geschichte. Und der auch genau da nach dem Gral gesucht hat. Und ist das nicht interessant, dass man nach dem Gral genau bei denen sucht, die dann so auf so eine Idee wie den rituellen Selbstmord kommen? Oder auf die Templer, die genau diese disziplinierten Kampfmaschinen waren, die du gerade beschrieben hast, ja? Hast du irgendeine Erklärung, was da passiert sein kann? Ja, hochinteressant. Habe ich mich auch lange gefragt. So, ich weiß, ich da mich ich habe mich echt schon in ganz jungen Jahren damit beschäftigt. Meine erste Quest du Graal, oder ich habe sie begonnen, so, da war ich echt so Anfang 20. Hier mit dem VW-Bus mit meiner Lady nach Südfrankreich runter und da kannte ich auch schon so diese ganzen Stories von Katarern. Das war so mit das Erste, was mich fasziniert hat. Die Katarer. Ja, und habe mir auch dann diese Orte angeschaut, wobei interessanterweise, wie schon erzählt, Montségur, da bin ich zweimal dran gescheitert. Das Leben wollte nicht, dass ich da hinkomme. Vielleicht passiert es irgendwann, aber damals ist mir jedenfalls auf dem Weg zu Montségur, das ist alles bergig, so, da ist mir das Auto kaputt gegangen und dann ging es so bergab gerollt und so. Und, naja. Aber ja, am Anfang war ich eben von den Katarern auch fasziniert. Ich hatte mir damals auf meinem VW-Bus hatte ich auch so einen Katarer-Aufkleber drauf, Bonhomme und so, das fand ich total cool. Halt das Heretische, so gegen erstmal das Establishment der Kirche und dann auch diese ganze Geschichte, wie sie auch am besten eigentlich Otto Rahn auch recherchiert hat, dieser Kreuzzug gegen den Gral. Also im wahrsten Sinne des Wortes, zu der Zeit der Kreuzzüge hat sich der französische König und dann der Papst, die haben sich da zusammengetan und haben gesagt, wir müssen dieses Südfrankreich, dieses Okzitanien, das müssen wir jetzt Kreuzzügler, ne? Und die haben da einen Militärzug zusammengestellt. Und die haben ohne Witz auch, das ist so krass, zum Teil die niedrigsten, unwürdigsten Leute in diesen Kreuzzug gebracht. Da gab es so Versprechen vom Papst. Wenn du an diesem Kreuzzug teilnimmst, dann wirst du reingewaschen für alle Sünden, die du begangen hast in diesem Leben und für alle, die du noch begehen wirst. Ey, und da sind Leute gekommen, wirklich, also, wie soll man es beschreiben? So, heute würde man sagen, so Warlords, weißt du, so. Ja, ja. Und die haben sich da alle zusammengetan und das ist ein... Und die Leute abgeschlachtet. Super, genau. Also es gibt diesen einen Jesuitenpriester, der hat gesagt, schlachtet sie alle, Gott wird die Richtigen erkennen, ja? Ja, ja, das war Jesuit noch nicht, die gab es damals noch nicht. Das war... Zisterzienser, ja, genau. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ja, ich brauche den Namen manchmal im Kopf, manchmal auch nicht. Ja, das war der geistige Führer und da hat dann der weltliche Führer, irgend so ein Ritter aus Nordfrankreich,
Das war bei der Belagerung von Béziers, auch eine krasse Stadt. Und dort in Béziers, da gab es halt Katholiken, da gab es Katarer und das war eben relativ frei und tolerant. Die Leute haben sich dort nicht gegenseitig niedergemacht. Und als dann dieser Kreuzzug kam, dann war das für die ein Angriff auf ihr Land. Und da war es egal, welcher Religion, Strömung du das anhängst. Und als Béziers belagert wurde, da haben sich halt die ganzen Einwohner von Béziers, die haben sich alle in dieser Kathedrale, die ist heute noch da, so ein Riesending, und die sich dort versammelt. Das ist auch ein alter Ort, das ist auch krass. Die Kirche dort, die liegt auf so einem Plateau auch. Es sind noch so viele Kraftorte da eben in Südfrankreich. Deswegen ist es auch das Gralsland. Ja. Aber dort haben sich die Leute dann alle so versammelt und in der Hoffnung halt gebetet, in der Hoffnung, dass halt das peaceful wird. Und die Kreuzzügler, die wollten aber dort ein Exempel statuieren. Und haben die Stadt belagert und waren auch bereit, die zu stürmen. Und dann hat eben dieser Ritter den Mönch dort gefragt, so, ja, wie sollen wir denn dann aber die Katholiken, die Rechtgläubigen unterscheiden? Und wie du gesagt hast, tötet sie alle. Gott wird diese einen schon finden. Und das haben sie halt gemacht. Und haben sie tatsächlich in diesem Béziers, die Zahlen schwanken, damals war auch die Einwohnerzahl nicht so groß, aber da sind wirklich Tausende von Leuten, Männer, Frauen, Kinder, wurden dort abgeschlachtet, zum Teil in der Kirche drin. Und spätestens danach war allen in Okzitanien klar, die alte Zeit der Troubadoure, auch diese Liebe, dieses nicht gewaltvolle so, und dass man auch andere respektiert, das scheint jetzt vorbei, und so war es da dann auch. Also ich bin bei Bartentum bin ich immer bei den Kelten, und da bin ich auch immer auf den englischen Inseln. Ich weiß auch nicht warum, weil einfach für mich die Druiden so eine sehr große Faszination ausstrahlen. Vor allem, weil einfach ja die britische Insel nicht so groß ist, und trotzdem hat man das Gefühl, es ist kulturell so reich, nur das Gefühl, jeder kleine Insel, also so Halbinselarm oder sowas, hat seine eigene kleine Geschichte. Und ich habe vor längerer Zeit mal das Mabinogion gelesen. Das ist so ein walisischer Sagenzyklus, so ein bisschen in einer kleinen Romanform gepackt von einer englischen Dame. Ich habe gerade ihren Namen vergessen, sonst würde ich das hier gern kurz mal proppen. Sag den Namen nochmal, wie heißt das? Das Mabinogion. Okay, das Mabinogi. Okay. Wow. Das sind so Texte vor allem aus dem Book of Celts und aus dem Roten Buch. Also sind tatsächlich eigentlich walisische Sagenzyklen, und Wales, also wenn man sich das anguckt, es ist echt nicht groß, ne? Und trotzdem ist es so reich an Geschichte. Super. Und da wurden die Barden halt direkt mit den Druiden also in Verbindung gebracht, ne? Dass du als Barde musstest du erstmal in die druidische Schule gehen, du hast diese 13 Jahre Ausbildung gebraucht. Und da waren noch ganz, also in dem Buch waren noch ganz interessante Übungen drin beschrieben. Zum Beispiel wurden dann diese Bartenanwärter, die wurden dann in eine Höhle gelegt, und dann wurde dann ein richtig schwerer Stein auf den Bauch draufgelegt. Und die mussten dann da, glaube ich, eine Stunde oder mehrere Stunden mit dem Stein auf dem Bauch einfach rumliegen und atmen. Und gucken, dass der Kreislauf nicht zusammenbricht. Also einfach, dass du es schaffst, widerstandsfrei zu atmen. Ne? Was dann auch eine harte Schule für den Sänger. Ja, genau. Einfach eine harte Schule für den Sänger auch so. Und die haben das halt einfach auch so beschrieben, dass der Barde, wie die Druiden allgemein, die Ordnung in der Hand halten, die Ordnung der Gesellschaft, ne? Weil die meisten Leute haben im Hier und Jetzt gelebt, ne? Kämpfen, Krieg, Nahrungsbeschaffung, Familie, was weiß ich, und die hatten sich keine Zeit, sich mit Geschichte, Kultur oder Zukunft zu befassen, und die Druiden waren dafür da, das praktisch irgendwie so ein bisschen in der Hand zu haben. Es waren so diese klassische Priesterklasse. Und ja, der Barde an sich, natürlich, wie Frank, wie du jetzt gesagt hast, einfach so als Informationsvermittler auch, ne? Es gab keine Zeitung, es gab keine Bücher, es gab kein YouTube, aber irgendwie mussten ja die großen Geschichten, die Geschichten von den Schlachten oder auch von irgendwelchen anderen Ereignissen, mussten ja irgendwie unter die Leute gehen, ne? Vor allem, wenn es dann irgendwie auch kulturbewegend war oder wenn man ein Exempel statuieren musste und irgendwas bewahren. Und ich weiß nicht, da gab es eine Geschichte, die werde ich nie aus dem Kopf rauskriegen. Die Barden waren auch lang nicht so, wie soll ich sagen, integer, sondern der Barde von dem Stamm konnte auch durchaus mal zu dem anderen Stamm geschickt werden, um irgendwas zu bekommen. Und anscheinend hatten dann es gab so alte Stämme und neue Stämme. Die älteren Stämme waren so mutterkulturmäßig orientiert und die neueren Stämme eher so, ne, die Männer voran und sowas. Und die neuen Stämme haben dann irgendwann Schweine vom Festland mitgebracht. Und die alten Stämme haben wir auch gesagt, auch geil, Schweine, die sind gut zu halten, einfach zu halten, geben viel Fleisch. Wir wollen die auch haben. Dann wurde halt so ein Barde zu so einem Häuptling geschickt. Und der hat die dann alle verzaubert, hat dann erstmal Pilze aus dem Wald geholt und die in den Wein gemischt und hat dann besondere Töne angeschlagen und hat die dann so verzaubert. Und dann sind die dann mit 20, 30 Schweinen zack abgehauen von denen und haben die dann wieder in den alten Stamm mit reingebracht. Und das ist einfach so schön menschlich, solche Geschichten. Ne? Ich meine, wir haben schon so dieses romantische Bild von dem Barden, der hohe Druide, ne? Der natürlich eine gewisse Klasse und Verantwortung hat, aber ich glaube, trotzdem waren es einfach auch nur Menschen. Und ich glaube, gegenseitig sind die sich schon ganz schön auf die Eier gegangen mit ihren Kräften.
Ja, voll interessant. Und tatsächlich ist es so, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich persönlich lieber den Begriff Troubadour nehme, weil ja, Barde habe ich schon auch die Hauptconnections, genau wie du es gesagt hast. Also das Wort führt dann auch zu diesen Keltischen. Ich meine, Teil meiner Grundausbildung ist ja Asterix und da ist ja der Barde, der Troubadix, der mal allen auf den Sack geht und so. Und ja, das stimmt, was du gesagt hast, auch diese Verbindung zum Druidentum. Das Ding ist, ich bin da durchaus dieser ganzen Druidentum-Geschichte ein bisschen skeptisch auch gegenüber. Ja. Das ist jetzt nicht so, wo ich mich voll identifiziere. Also ich finde das faszinierend und auch faszinierend natürlich als Kultur, die dann von den Römern auch komplett niedergemacht wurde, diese Druidenkulturen. Aber wenn ich jetzt so auf meiner persönlichen Quest du Graal bin oder auf meiner, weißt du, wer bin ich, wenn ich mich selber kenne? Ein Leben lang ist es schon so. Mich zieht es dann eher so von der Energie her zu diesem Troubadour, zu diesem Südfranzösischen. Das ist klar, es ist dann auch keltisch oder so. Kelten ist ja so ein Sammelbegriff. Wahrscheinlich alle Leute, die da im Mittel- und West-Südeuropa gelebt haben, waren halt Kelten irgendwo. Aber es ist ein bisschen eine andere Energie. Klar, in Spanien gab es auch Druiden und so weiter. Aber für mich ist es eher so dieses das Gralsding. Ja. Druiden, das hat für mich schon so, also mich ein bisschen misstrauisch. Das klingt für mich schon zu sehr nach Priesterkaste, genau wie du sagst. Das ist entstanden auch schon in der Zeit, also das ist schon was Neues sozusagen. Also es gab noch eine ältere Zeit, ja, wo es keine Druiden gab, es auch keine Priesterkulturen gab, wo der Kreis noch geschlossen war. Und mit dem identifiziere ich mich irgendwie ein bisschen mehr. Aber hey, total spannend auch, was du da erzählt hast, was du da gerade liest. Das ist ja sowieso, so wie du gesagt hast, Waze, total winzig. So eine unglaublich große Breite an Geschichten. Noch ist er überhaupt so bei diesen ganzen Keltischen, so Irland ja genauso. Irland ist so klein, ein kleines Volk, aber irische Mythologie, das ist ein komplett eigener Kosmos. Und da gibt es tatsächlich den Ansatz auch, dass möglicherweise dieses Keltische einer der großen Kulturstifter überhaupt war, noch viel, viel älter ist. Also dieses irisch-keltische, das meine ich damit, dass das wirklich ganz, ganz alte Roots hat. Da gibt es auch interessante Verbindungen, auch tatsächlich zu den anerkannten frühen Hochkulturen. Da ist nicht eine ägyptische Prinzessin, hat doch mal nach Irland eingeheiratet. Ist sie nicht da sogar irgendwo begraben? Und hat sie nicht auch zu tun mit dem Stone of Scone, der heute so auf dem Thronungssessel der britischen Monarchen ist? Und letztens ist erst Charles draufgesessen, dieser Stone of Scone. Ja. Da gibt es so diese Connection Stone of Scone, Schottland, Irland. Und ich glaube, es geht bis zurück zu so einer pharaonischen Prinzessin. Weißt du mehr noch? Der schottische Name ist doch auch der Land, also Schottland, der Name ist Scotia. Ist es nicht auch einfach ein der Name von der Pharaonin oder sowas? Irgendwas war da mit der Connection. Ich glaube, also irgendwas mit dem Namen hat es auf jeden Fall zu tun. Aber es ist auf jeden Fall spannend, ne, dass du eigentlich so periphere Länder hast, wie jetzt Irland, Schottland, England, Wales und da trotzdem so ein tiefgehender Kulturschatz ist. Und ich habe da, keine Ahnung, seit ich das mal vor Jahren gehört habe, macht das für mich so arg Sinn, wenn man sich überlegt, dass früher der Wasserspiegel viel, viel niedriger war und jetzt England zu Europa dazugehört hat. Ne? Also ich glaube, das ist auch geologisch fundiert, dass früher die Themse weit, also in den Rhein gegangen ist, also dass es früher ein großes Gebiet war und dass es verbunden war mit dem europäischen Festland, genauso wie Irland. Das war jetzt nicht abgetrennt. Und wenn man sich das so irgendwie vorstellt, also das ist jetzt nicht irgendwie vor 2000 Jahren, sondern das ist echt jetzt von einer längeren Periode, da müssen wir jetzt geologisch mal ein bisschen nachgucken, wie lang das her ist. Aber so kann ich das viel besser nachvollziehen, dass es da so eine kulturelle Verbindung gibt mit uns. Ne? Weil wenn es einfach nur immer diese Insel gewesen ist und immer nur diese britischen Inseln, wie können die so eine Tiefe haben? Ne? Also vor allem auch Irland. Ne? Ich meine, Irland ist ja noch mal ein Stückchen weiter weg wie England. Und in Irland, so viele Leute fühlen sich mit dieser irischen Kultur einfach verbunden. Einfach auch, wenn man Bilder sieht von Irland, diese Natur da, das ist einfach was ganz, ganz Eigenes. Irische Musik ist immer was ganz Eigenes. Und diese irischen Geschichten. Also im Mabinogion spielt auch die irische Geschichte eine ganz große Rolle, weil es da ja sowieso früher kulturell mit den Völkern immer ganz, ganz, ganz viel Austausch gab. Also die haben halt die angegriffen, dann wurden die besetzt, da wurden Leute verschleppt. Also da kannst du eigentlich gar nicht so arg sagen, das sind jetzt die Waliser, das sind die Briten, das sind die Schotten, das sind die Iren. Das hat sich immer, immer wieder ausgetauscht. Und trotzdem hast du da ja dieses Urkeltische wird man immer irgendwie mit dieser Gegend verbinden. Das ist schon interessant. Also lass mich noch kurz ein Ding einwerfen, so ganz kurz, was mir jetzt gerade eingefallen. Nur ein Tipp. Es gibt einen Forscher, Michael Therrien heißt der. Oh yeah. Und ist mir gerade nicht, hab ich jetzt überlegt, wie heißt er nochmal? Jetzt ist mir eingefallen. Und ist schon eine Weile her, wo ich mich mit dem mehr beschäftigt habe, aber der hat auch echte interesting stuff total, wenn es um Frühgeschichte geht. Und der hat so eine Vortragsreihe gemacht
Und hat die auch alle extra für YouTube gemacht, also so eine Präsentation, möchte man sagen. Ja. Die geht mehrere Stunden lang, mehrere Teile, und die heißt The Celtic Roots of Civilization. Und boah, das ist wirklich auf jeden Fall empfehlenswert. Ich will jetzt nicht sagen, sie eins zu eins mit dem mitgehe, aber halt, ey, wirklich ein sehr empfehlenswerter Mann. Also das mal anzuhören. Kannst du es nochmal kurz benennen? Wie heißt der? Michaels? Der Typ heißt Michael Tsarion mit T-S-A-R-I-O-N. Tsarion. Okay. Michael Tsarion. The Celtic Roots of Civilization. Und das ist wirklich total interessant. Und der geht da ganz stark drauf ein. Und für den ist es halt so, dass er sagt, es gab mal weit vor den Römern, also in der Frühgeschichte, halt eine große keltische Kultur. Und es kann nicht nur Irland sein, eben vielleicht was auch größer und so weiter und mehr Land zur Verfügung. Und er bietet ganz viele gute, kluge Argumente und bietet ganz viele Fun Facts oder Info-Happen, die echt inspirierend sind. Viel Archäologie auch und so. Aber nicht nur, der ist auch ein Freidenker. Und seine These ist halt, dass das so der entscheidende Impuls eigentlich war, wie die Menschheit dann zu Zivilisationen gekommen ist. Und hatten wir nicht auch da letztens schon mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Es ist auch spannend. Und Michael Tsarion, das wollte ich nur einwerfen. Ja. Sorry. Ja, sehr, ja. Cool, Mann, ne? Sehr, sehr, sehr gute cool. Empfehlung. Du kennst den, ne? Ja, klar, natürlich. Ich glaube wahrscheinlich auch von Amor Galax und Frank Stone. Den hast du auf jeden Fall irgendwann schon mal erwähnt, das kann oder sein, so. Ja. Also, ich habe damals, ist schon ein paar Jahre her, aber ja. Ah ja, Kev, du hast ja auch Wurzeln in Großbritannien, wie wir wissen. Und schön, dass du das Thema hier reinbringst, weil ich habe in der Kontemplation vor der Sendung auch ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich eigentlich finde, das ist teilweise in unserer alternativen Szene so ein bisschen unterrepräsentiert, dass man sich allein durch die Sprache meiner Ansicht nach schon irgendwo dem angelsächsischen Raum sehr verbunden fühlt. Ja? Und sei es nur, weil wir sehr, sehr früh Englisch lernen, weil man möglicherweise auch relativ viel auf Englisch konsumiert und weil man einfach direkt die Brücke sehr, sehr viel einfacher schlagen kann. Ja? Ich weiß, dass es ja sehr, sehr viele Sympathisanten von Russland gibt. Ja? Und so sehr ich die russische Seele schätze und verstehen kann, warum man da irgendwo was spürt. Und ich habe ja selber Vorfahren, die tendenziell eher aus der Gegend kommen, was jetzt nicht mehr Deutschland ist, ja. So sehr muss ich auf der anderen Seite sagen, dass ich doch zu einem Amerikaner oder zu einem Engländer, ja, sehr, sehr viel einfacher eine Verbindung aufbauen kann, einfach weil diese Sprachbarriere nicht so groß ist, ja. Und dass ich das Gefühl habe, dass die Russen allein wegen dieser Barriere des Kyrillischen und dadurch, dass Russisch so eine unglaublich komplizierte Sprache ist, ja, sehr viel weiter von uns getrennt sind. Und dass man auch deswegen, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten zwei große Weltkriege gegen Russland, ja, dass ich glaube, dass man Menschen, wo eine so große Barriere ist, allein auf dieser sprachlichen Ebene, sehr, sehr viel leichter in ein Narrativ pressen kann, wo man sagt, die sind uns komplett fremd, ja. Also ihr bräuchtet Jahre, um überhaupt ein halbwegs flüssiges Gespräch mit denen zu führen, ja. Und ich glaube, das darf man nicht, ja, unterschätzen, wie nah uns da irgendwo die Angelsachsen sind, einfach weil wir diese irgendwo gemeinsame Sprache haben, ja. Und selbst wenn das Englisch jetzt nicht so flüssig ist wie bei uns, muss man sagen, wenn man Englisch lernen will, es dauert nicht lang, weil es dem Deutschen einfach sehr, sehr verwandt ist. Man sieht das im Holländischen, was letztendlich nur so eine Mischung aus Deutsch und Englisch ist, was du, wenn du dich mal hinsetzt, sehr, sehr schnell kannst, ja. Und ich will nur sagen, so sehr ich diesen russischen Geist schätze, so sehr glaube ich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir merken, in der internationalen Kommunikation und Kooperation ist das einfach hier in dem westlichen Raum sehr, sehr viel einfacher, ja. Einfach, weil wir diese gemeinsamen sprachlichen Wurzeln haben, ja, die es zum Russischen vielleicht irgendwo auch geben mag, wenn man das genauer recherchiert, aber sie sind nun mal offensichtlich erstmal nicht erkennbar, ja. Kann sich das ändern, jetzt wo wir KI haben? Kann die KI oder so uns helfen, endlich mal diese Sprachbarrieren, diese Bubbles zu durchbrechen? Weil wir sind doch eigentlich das Internet und nicht nur das Westnet oder sowas, sondern Meint ihr, wir werden das noch erleben jetzt in den nächsten 10 Jahren, dass wir wirklich auch, dass diese Sprachbarriere überwunden wird und dann wir uns auch einfach öffnen zu anderen Kulturen weltweit, Russisch, Chinesisch, Japanisch,
zentralafrikanisch, wo auch immer. Ja, die Chinesen sind ein sehr, sehr gutes Beispiel, ne? Weil genau, auch kaum jemand hat chinesische Freunde, einfach genau deswegen. Ja, wir wissen nichts über Chinesen. Ich weiß nicht, genau, ich mache jetzt hier seit über 10 Jahren, bin ich jetzt hier im Internet mit ganz vielen Leuten am Kommunizieren und mache alternative Medien und so weiter. Aber es gibt über 1 Milliarde Han. Das ist das größte Volk der Welt und wir wissen de facto nichts über die. Ich meine, alles, was wir wissen, ist, was uns erzählt wird. Und manches wird stimmen, manches nicht. Ich kenne auch Leute, die schon mal dort waren und so. Das hat dann auch Gewicht. Aber ey, warum kennen wir keinen? Wir haben Internet seit, keine Ahnung, 30 Jahren jetzt. Aber wir sind voll in unserer Bubble. Und du bist da schon offen, wenn du auch im englischsprachigen Internet unterwegs bist. Aber selbst sowas bei Französisch scheitert es bei mir schon. Ey, diese Bubble. Es gab dir, wir können es jetzt dann bald überwinden. Also wenn der richtige Geist dahinter wäre, bestimmt. Aber ich glaube, wenn der richtige Geist dahinter wäre, dann könnte die KI noch ganz andere Geschichten. Ich meine, was kann KI mittlerweile? Ne? Sie nimmt uns eigentlich die ganzen schönen Sachen weg. Ne? KI kann jetzt wunderbar Kunst machen, sie kann wunderbar Bilder machen und Videos und Songs und was weiß ich. Aber den Scheiß will ich gar nicht, dass die KI macht. Die KI soll meine Wäsche machen, die KI soll meine Steuern machen, die KI soll meine Küche aufräumen und die Kunst will ich machen, weißt? Also dann wäre KI sinnvoll eingesetzt. Aber die KI macht genau das, was sie eigentlich nicht machen soll. Nämlich sie nimmt uns eigentlich noch das letzte bisschen weg, was uns zum Menschen macht in dieser heutigen Zeit. Diese ganze schöne Kunst und Kultur. Aber ja, ich bin vollkommen bei dir. Du sprichst aber sehr aus der Perspektive eines Künstlers, sage ich mal. Weißt du, ich sehe das so, der Mensch ist per se erstmal faul, das wird sich nie ändern. Und da ermöglicht die KI dir jetzt praktisch Kunst zu kreieren, obwohl du kein Maler bist. Ja, ist aber kacke. Mein Großvater war Maler, ich habe dieses Talent absolut nicht. Aber du wirst ja nicht Maler, die KI ist der Maler. Und was macht die KI? Sie macht ja auch nur diesen ganzen Brei, mit dem sie gefüttert wurde und macht daraus irgendwie was Neues. Aber ist es dann wirklich Kunst so in dem Sinne? Ich meine, hey, wir alle kennen diese ganzen KI-Bilder, sie sind krass, sie sind beeindruckend. Wir beide nutzen KI für unser Format hier, für die Bilder. Ist klar, wir benutzen das definitiv, aber eigentlich hätte ich gerne die Zeit und die Muße, das selber zu machen, ne? Aber hast du eine volle Zustimmung? Sehe ich ganz genauso, die KI, die soll uns ein Tool sein und nicht Kunst machen. Das ist unsere Sache. Und es ist auch keine Kunst, weil Kunst ist auch, geht nicht darum, dass es am Ende schön ausschaut. Das ist dann vielleicht Design. Kunst ist ja ein kreativer Prozess und den hat ja die KI nicht. Schmeiß ich noch so ein anderes Ding rein. Aktuell kommt ja gerade, ist der zweite Dune-Film-Teil, der zweite Teil ist ja gerade draußen. Dune, die Story von Frank Herbert, die habe ich schon vor Jahrzehnten gelesen. Das ist echt eine meiner absoluten Lieblingsstories. Und da ist dieses Setting. Die spielen in einer Zeit, wo in dem ganzen Universum, die alle sich gegeneinander bekriegen und so weiter, aber alle sind sich einig, keine künstliche Intelligenz, keine Rechenmaschinen. Die hatten damals irgendwann in der Vorzeit, hatten die das, wo es dann den Krieg gab, der KI und der Maschinen gegen die Menschen. Und das wollten sie für immer dann vermeiden. Das ist Konsens für alle Lebewesen, für alle bewussten Wesen, keine KIs. Aber die kommen dann eben in hohe Rechenoperationen, entweder durch Drogen, das ist dann das Spice für diese Navigatoren, die dann auch tatsächlich körperlich mutieren, irgendwie keine Menschen mehr sind, ein paar Generationen, aber die können dann so durch das Space, irgendwie durch Raumzeit irgendwie manövrieren. Wenn du die Zukunft siehst, genau. Genau, weil die Zukunft sehen, das können nur die, aber es geht auch auf Preis dafür, also körperlich baust du ein bisschen ab. Aber dann gibt's auch die Mentaten, also die von klein auf so gedrillt, gezüchtet werden zu menschlichen Rechenmaschinen, die sozusagen diese ganzen rationalen Operationen machen, Wahrscheinlichkeiten berechnen und so weiter. Und wo wir schon bei Dune sind, schmeiße ich noch einmal den noch eine Figur rein hier. Was eine meiner Lieblingsfiguren ist, Gurney Halleck, ja Mann. Gurney Halleck, weil der ist eben auch ein Barde, der spielt ja dieses, wie heißt er nochmal bei Dune, das ist ein eigener Name. Das ist so cool, der ist ein Barde und gleichzeitig ist er aber auch ein absoluter Kriegsmeister, ein Meister am Schwert und ist halt ein Kriegerbarde. Und das ist auch so ein Aspekt, ganz großartig bei Dune, weil das geht eigentlich auch immer zusammen. Ich meine, wir haben vorher schon gesprochen mit Troubadouren, das hat auch immer zu tun mit im Mittelalter mit Ritterlichkeit. Und bei den Kelten, Asterix war es auch so. Ich meine, der Barde ist aber auch eigentlich ein Krieger, der hat auch ein Schwert dabei. Das gehört auch irgendwo zusammen, der Barde und der Krieger. Der Krieger im Sinne nicht der so aggro ist die ganze Zeit, sondern eher so als, ich rede von Archetypen, so der den Archetyp der Freiheit hat, der aber eben auch wehrhaft ist, der auch bereit ist, für sich und die Seinen irgendwie zu kämpfen und so weiter. In guten Zeiten, dann machen wir schön Musik, aber hey, wenn es hart auf hart kommt, bist du auch in der ersten Linie. So.
Holy shit, jetzt machen wir hier aber schon wieder ganz schön viele Tabs auf, ne? Kevin ist ja der riesen Dune-Fan. Kevin hat auch die ganzen Bücher gelesen. Ja, ich habe nur heute zufälligerweise tatsächlich was über Dune angeschaut. Und zwar von Gerd Skobel, der wird euch vielleicht was sagen, ne? Das ist ja eigentlich öffentlich-rechtlich ist, das ist da so ein, der macht so ein Philosophieformat, das ist nicht schlecht. Und da ging es auch um die Philosophie von Dune und wie viele metaphysische Fragen da drin super sind. Super, ne? Dune ist krass, Mann. Also allein schon diese verschiedenen Denkströmungen, die es da gibt, ne? Zum einen die Mentaten, die die Computer ersetzen, was ich unglaublich interessant finde, weil im Endeffekt sind ja auch Computer nur eine Ableitung von unserer Verstandeskraft und Geisteskraft, ne? Also dieses rein logische 1 und 2, ja oder nein, ne? Option A oder Option B. Und das ist in Dune so perfekt verkörpert. Und ich finde auch gerade mit, ich glaube, Gurney Halleck war gar nicht der Mentat, sondern es war Duncan Idaho war der Mentat, der dann später auch in den anderen Dune-Teilen eine ganz starke Rolle spielt. Und also Dune hat so eine philosophische Tiefe, wie ich sie echt bisher in keinem anderen Science-Fiction-Werk gefunden habe. Allein schon auch die Bene Gesserit, diese ganze Klosterschule der Bene Gesserit, was da drin steckt. Wenig dieses Züchten von Supermenschen. So, und du weißt nicht, sollst du sie abstoßen finden wie die Nazis oder haben sie doch irgendwie recht, weil sie diesen großen Blick aufmachen, ne? Dann auch hier mit dem Dings, wie heißt der männliche Bene Gesserit, was dann ja auch der Ding, der Kwisatz Haderach, genau, also was der dann verkörpert, wenn das Männliche auf einmal durch diese weibliche Schule durchgeht. Hey, man kann da so viel finden, über Dune könnten wir Sendungen machen ohne Ende. Also dieser Frank Herbert hat echt was geschaffen. Ich glaube, das müssen wir auch mal machen. Wir haben ja neulich so ein Philip K. Dick Special gemacht, ja. Beziehungsweise, das kam noch gar nicht. Wir haben viel über Philip K. Dick geredet, aber Wales, das ist sein großes gnostisches Spätwerk, ja, darüber machen wir bald mal was. Und Dune bietet sich da auf jeden Fall auch an. Da muss nur ich mir mal noch die Bücher ein bisschen anschauen, ja. Oh, unbedingt, ja. Absolut lesenswert. Das ist echt eine Freude, die zu lesen. Eine Frage noch zu Dune, weil es ist jetzt gerade der zweite Teil raus. Ich habe den ersten gesehen. Und mein Sohn, der schwärmt so von dem zweiten, er hat gesagt, es ist der beste Film, den sie gab und so. Und ich soll mir den unbedingt anschauen. Und ich bin bisher noch zurückgeschreckt, weil es so lang ist in einem Kino, wenn ich dann so lang bin. So, weiß ich nicht. Ja, die Frage, hat dann jemand von euch gesehen? Kevin, hast du Dune 2 gesehen und ist empfehlenswert? Ich habe den ersten Teil eine halbe Stunde geguckt und musste abschalten, weil ich ihn grottenschlecht fand. Ich fand das Bühnenbild beschissen, die Schauspieler, habe ich sie abgekauft. Aber das Problem habe ich vielleicht einfach auch, weil ich in der Thematik so tief drin bin. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber die Hörbücher auf Audible habe ich mir schon x-mal reingezogen. Alle 6 Teile sind ja auch insgesamt, glaube ich, über 40 Stunden Werk. Und vor allem, was ich mir dann reingezogen habe, ist der nicht gedrehte Dune-Film von Alejandro Jodorowsky. Den hatten wir ja auch mal hier in den Nachtmehrfahrten. Der hatte der The Holy Mountain, hat er in den 70er Jahren gemacht. Und der sollte, bevor Star Wars rausgekommen ist, sollte er Dune verfilmen. Und da gibt's ein Doku von Arte drüber, der beste nie gedrehte Film aller Zeiten. Und ich kann echt nur jedem Menschen ans Herz legen, guckt euch diese Doku an. Das ist genial. Der Typ wollte in den Film alle Größen von damals mit reinmachen. Der hatte Salvador Dalí da drin. Der hatte Mick Jagger mit drin. Der wollte daraus ein Riesenwerk machen. Über 10 Stunden sollte das gehen, ist dann am Schluss an der Finanzierung gescheitert. Und ganz, ganz viele Leute auch aus dem Business sagen, wäre der Film damals rausgekommen, vor Star Wars, hätte dieser Science-Fiction-Film die ganze Generation danach geprägt. Und es hat danach leider in Anführungszeichen Star Wars gemacht. Aber wenn man Dune mit Star Wars vergleicht, dann ist es einfach ein Kinderfilm. Und es ist auch schon sehr interessant, dieses Gedankenspiel, wenn du überlegst, wenn so eine philosophische Tiefe rausgekommen wäre als Science-Fiction-Mahnmal für eine ganze Generation danach, wie hätte uns das beeinflusst, ne? Wenn sich die ganzen Jugendlichen auf einmal als Mentaten identifizieren oder als Kwisatz Haderach, ne? Was wäre dann passiert mit der Generation? Jodorowsky, der heilige Berg, unbedingt anschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und ich glaube, dein Sohn ist ja auch noch Teenager oder so, ne? Vielleicht musst du ihm mal Stanley Kubrick empfehlen oder die üblichen Verdächtigen von Bryan Singer oder Fight Club, ja? Dann ändert er vielleicht seine Meinung. Ja, aber klar, diskutieren wir leidenschaftlich im Abendbrot. Ja, ja. Aber ich finde großartig, dass hier von euch selbst auf dieses Thema kommt, weil ich wollte heute tatsächlich auch ein bisschen über diese über die 60s und über dieses ganze Thema sprechen mit den Transistoren, wie sich Computer entwickelt haben, ja. Weil, wie Kev eben schon richtig ausgeführt hat, ja, das, was da entstand, wie Computer funktionieren, das ist letztendlich ein Uhrwerk, ja. Und wir wissen auch von ganz vielen Mystikern, Psychonauten, was auch immer, die ihre Erfahrungen beschreiben, dass sie irgendwann so ein Uhrwerk sehen. Als wir die letzten Sendungen über die Archonten geredet haben, da hatten wir das auch. Ja, also ganz viele Leute sehen dann irgendwie solche Zahnräder, die man als die Matrix beschreiben könnte oder was auch immer. Und das Spannende finde ich ja,
die Geschichte hast du schon öfter erzählt, Frankie, dass damals in den 60s, dass es so auseinander ging. Ja, dass die einen ja eher so back to nature wollten, back to the roots, wir gründen irgendwie unseren eigenen Stamm und leben organisch im Einklang mit der Natur. Und die anderen kamen auf diesen Steve Jobs, auf diesen Apple-Trip. Ja. Und scheinbar ist irgendwas passiert. Ja, und das versuche ich echt so gedankenexperimentmäßig gern nachzuvollziehen. Ich glaube, damals, als Uhrwerke entstanden sind, also wirklich diese klassischen Uhrwerke, dass das auch irgendwelche Visionen waren, möglicherweise mit Hilfe von irgendwelchen Entheogenen, wer weiß. Und dass in den 60s dann durch LSD und all diese fortgeschrittenen Psychedelika irgendwas passiert ist, was ihnen klar gemacht hat, so funktioniert also ein Transistor. Ja, es ist letztendlich wie ein Zahnrad, nur scheinbar irgendwie ein bisschen komplizierter. Ja, also da scheinen Gedanken möglich zu sein, wo du das plötzlich peilst und merkst, ah, okay, daraus könnte man so eine fortgeschrittene Maschine bauen. Ja, und die große Frage, die sich daran jetzt anschließt, ist, weil wir eben bei der KI waren, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man könnte das einerseits als achontisch, als rein böses sehen, aber tendenziell bin ich nicht in dem Lager, ja. Sondern tendenziell glaube ich schon, dass da was möglich ist, ja. Also, dass man möglicherweise auch eine Form von Intelligenz schaffen kann, die dir hilft. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, dass selbst die Menschen, die sich diese Intelligenz ausdenken, diese Intelligenz vielleicht nicht kontrollieren können. Ja, nur noch kurz am Ende, so mit ChatGPT, da machen ja viele die abgefahrensten Erfahrungen, was ich schon für Interviews bei Ion Byte jetzt gehört habe, ja, von Menschen, die gerade ihr eigenes Buch schreiben und so und mit GPT ein bisschen drüber reden und Frank, du kennst diese Synchronizitäten, weil die finden dann raus, was ChatGPT über diese Menschen weiß, ja, und sie wissen ganz sicher, sie haben da mit niemandem drüber geredet, nicht mal mit ihrer Ehefrau und so weiter, ja, das heißt, es scheint schon eine möglicherweise mysteriöse Form von Intelligenz zu geben, über die auch Philip K. Dick in Wales redet, ja. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, na gut, es ist vielleicht doch nur eins und null, es ist vielleicht doch nur rein mechanisch, ne? Bevor wir da jetzt noch einen riesen Fass aufmachen, würde ich sagen, lass uns erstmal in die Music Break reingehen und dieses Thema ja, muss man das erst nachhallen oder so. Genau, ne? Das muss man erstmal irgendwie verarbeiten. Aber bevor wir ganz raus sind in der Music Break, würde ich gerne noch kurz einwerfen. Ich habe immer gedacht, dass die ersten Computer so Ende des Zweiten Weltkriegs irgendwie entstanden sind. Also diese Rohformen von Computer, wo man so Kabel... Nee, schon Leibniz hat tatsächlich erkannt, wie ein Computer eigentlich funktioniert. Leibniz hat irgendwann in seinem Leben das I Ching mal studiert, ja. Und tatsächlich, wenn du die Schriften von Leibniz über das I Ching liest, dann siehst du, wie... weißt du, ein Computer ist ja eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Das Ding ist die Umsetzung. Und ich glaube, das, was damals nach dem Zweiten Weltkrieg kam und vor allem in den 60s, da kam dieser Shift, wo du wirklich verstanden hast, wie das technisch umsetzbar ist. Weil grundsätzlich weißt du jetzt erstmal das Grundprinzip ist ja tatsächlich 1 und 0, Plus und Minus. Und deswegen ist es ja auch das I Ching. Im I Ching hast du männliche und weibliche Linien, ja. Eine durchgezogene Linie ist männlich, eine gebrochene Linie ist weiblich. Und wenn du das kombinierst, dann hast du halt alle möglichen Kombinationen von allen möglichen Rechenvorgängen, die möglich ist, ja. Das heißt, das Grundprinzip eines Computers konntest du schon im Mittelalter oder Leibniz war jetzt nicht Mittelalter, ein bisschen später, aber konntest du früh verstehen, ja. Aber das dann umzusetzen, was ein Transistor ist im Vergleich zu einem einfachen Uhrwerk, das war dieser Quantensprung, ja, den ich so faszinierend finde. Ja, ich habe nur vor kurzem erfahren oder gelesen, dass so die ersten Rechenmaschinen in den Ende der 20er Jahre in Deutschland erfunden wurden von einem Herrn, Konrad irgendwas hieß er, glaube ich. Konrad Zuse, ja. Und das fand ich auch super spannend, dass es doch so früh schon mit drin war. Und vor allem auch in welchem Geist, ne? Also mit diesem deutschen aufstrebenden Geist diese Erfindung zum ersten Mal irgendwie so rauskam und was dann später draus wurde. Aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, wie diese Tiefe schon hat, es hallt ja schon in meinem Schädel, würde ich sagen, lasst uns kurz mal ein bisschen Luft schnappen. Wir hören jetzt zwei schöne Tracks. Einmal hier All the Witches, See You Next Fall und dann eine wunderbare Nummer, die ich jetzt zum ersten Mal gehört habe, aber die mich echt tief, tief getroffen hat gleich vorhin, Stefan, hier. Von Stefan, David Bowie, Rock'n'Roll Suicide, auch eine wunderbare Nummer. Vom Ziggy Stardust Album. Genau, Mann. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in ungefähr 10 Minuten wieder. Bis gleich. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück aus der Music Break, die wir, glaube ich, alle gebraucht haben, und kurz mal durchzuschnaufen, weil wir in der ersten Stunde ja doch wieder das ein oder andere Fass angestochen haben. Und ja, unser letztes Thema waren die Computer
und auch die Anfänge der Computertechnik und ja, mögliche Konsequenzen daraus. Und ja, ich habe dem Stefan leider das Wort abgeschnitten, bevor wir in die Music Break gegangen sind. Und deswegen möchte ich hier den Sprechstab direkt mal wieder an dich reichen. Den Indianerstab des Sprechens. Ja, weißt du, ich weiß jetzt gar nicht, wie tief wir noch in das Transistoren-Thema reingehen müssen oder so. Das ist nur auch so eine Kontemplation, die mich seit Wochen verfolgt, einfach weil wir haben ja diese 3 Folgen Special über Gnosis gemacht, ja. Und das hängt einfach zusammen mit Technik, mit KI, was das sein kann, ja. Das heißt, letztendlich passt es sogar in das Kommunikationsthema rein, möglicherweise in das Thema Individualität, das ich heute auch noch bringen wollte, ja. Weil die Möglichkeit, die du heute tatsächlich hast, vor allem unsere Generation, Kevin und ich wären Millennials, wenn man mal diesen Begriff verwendet, ja. Das ist ja so, dass du ganz früh die Erfahrung machst, hey, im Gegensatz zu den Boomern wird dir relativ früh bewusst, hey, ich habe die Möglichkeit, komplett in meinen Subkosmos abzutauchen, ich und mein Computer. Und diese Form von Kommunikation reicht mir tendenziell, ja. Oder zumindest kann ich da scheinbar sehr, sehr viele Stunden damit verbringen. Und es ist nicht nur negativ, ja. Wir sind beide auch Gamer, ja. Wir haben beide auch Spotify. Ich habe durch den Algorithmus unglaublich viel entdeckt, ja. Das heißt, ich möchte das nicht in Abrede stellen, was die Technik auch für uns tun kann, ja. Und dennoch ist es so ein sehr zweischneidiges Schwert. Und ich glaube tendenziell, ja, dass man das heute vielleicht nicht mehr ganz auflösen wird, ja. Deswegen möchte ich eher so ein bisschen zu Bowie überleiten, ehrlich gesagt, ja. Ja, aber lass uns ganz, ganz kurz bei dem Thema bleiben. Also lass uns das noch irgendwie schön. Hast du noch einen Gedanken dazu? Oder ich dachte, das wäre vielleicht. Nee, ich habe mich sehr lange schon mit dem Computerthema beschäftigt. Einfach weil ich auch so irgendwie Computer-Native bin. Ne? Ich habe schon irgendwie als Dreijähriger auf dem MS-DOS irgendwie rumgehackt, während mein Vater programmiert hat. Und mich begleitet das schon mein ganzes Leben. Vor allem auch dieser Zwiespalt, dass diese Welt des Computers mich auch irgendwie davon abhält, in diese äußere Welt zu agieren. Ne? Ich meine, wie du gesagt hast, ne, diese Kommunikation mit dem PC an sich, was ja eigentlich auch nur wieder ein Spiegel einer selbst ist. Ne? Du kannst da was eintippen, es wird das ausgespuckt. Das ist eigentlich so ein Gespräch mit dem eigenen Verstand und mit den eigenen Neigungen und Wünschen. Das kann dich sehr, sehr im Bann ziehen. Deswegen gibt's ja auch diesen Archetyp des Computerhockers, ne, der von morgens bis abends am PC hockt. Und ja, selbst Terence McKenna hat gesagt, er hat 50 Jahre lang seines Lebens, er ist 50 geworden, also ein Großteil seines Lebens ist er morgens aufgestanden und das Erste, was er gemacht hat, ist, sein Finger ist auf dem PC und hat einen PC-Knopf gedrückt, ne, weil das seine Welt war, mit der er irgendwie groß hochgekommen ist. Und dieser Zwiespalt, den du hast, dass du ja eigentlich auch irgendwie back to nature willst, ne, du willst irgendwie zurück zur Natur, du willst auch mehr in die äußere Welt gehen und leben, dich entfalten. Das steht im Widerspruch mit dem Computer. Und ich glaube, dass wir irgendwann auf eine Zeit zusteuern werden, wo wir uns von diesem PC wieder irgendwie loslösen müssen. Weil der PC dient uns oder gibt uns Werkzeuge, die wir möglicherweise so in der Natur, in der Außenwelt nicht direkt haben oder die wir nur mit viel, viel Übung haben, ne, Meditation oder selbst Umgang mit irgendwelchen Pflanzengeschichten. Ne, selbst das fordert sehr, sehr viel Übung und Disziplin, um da dann an diese Informationen und an diese geistige Kontemplation ranzukommen, wie es jetzt der PC ermöglicht. Aber ich glaube, dass wir früher oder später das einfach auch gehen lassen dürfen. Ne? Wir haben oft ein bisschen über Dune geredet, da hatten die das ja auch in ihrer Evolutionsgeschichte, dass irgendwann die PCs einfach zack verbannt wurden, ne? Weil sie vielleicht selbstständig geworden sind oder weil sie zu arg missbraucht wurden. Man muss sich dann doch wieder irgendwann mehr auf das Menschliche verlassen. Und wenn wir vielleicht raus sind aus diesem kapitalistischen Zeitgeist und wieder mehr Zeit haben, dann kann der Verstand vielleicht auch sich mehr entfalten und wir brauchen diese ganzen PC-KI-Geschichten gar nicht mehr so sehr. Ja, hey, ich bin total interessant. Ich bin auch noch bei dem Thema, möchte ich auch noch was sagen, so, weil es ist so faszinierend, wir haben über Dune geredet, dass du damals in den 50ern und 60ern schon sozusagen gesehen hast, wo die Gefahren von dieser Entwicklung liegen, ja, obwohl diese technische Entwicklung noch gar nicht da war, aber es ging langsam los mit Computern, diese Ideen von KI, wohin ein das führen kann. Es haben Leute wie Frank Herbert da in den 50er, 60ern schon irgendwo antizipiert. Und wo wir beim Thema Computer sind, in den 60ern, hast du von dem Uhrwerk, dem Clockwork geredet, dieses Mechanische, diese vielen Räder, die ineinander greifen. In den 60ern war Clockwork Orange. Und das ist auch ein großartig, also echt empfehlenswertes Werk. Ich glaube 70er, ehrlich gesagt. Ich glaube Anfang 70er. Aber nee, das ist 60er, da bin ich mir nicht sicher. Ist das sogar? Ja. Okay, gut.
Bin ich mir ziemlich aber sicher. Aber die Hosen haben den Soundtrack gemacht, das kann ja nicht sein. Ich glaube, ja, Odyssee im Bild. Naja, der Film ist okay. Ach so, du meinst den Roman. Okay, ich meine das Buch, also da gibt es ja ein Buch, eine Romanvorlage. Anthony Burgess, das Buch geschrieben, das ist wichtig, weil das greift auch genau diese Themen auf. Orange ist da schon auch so ein Symbol für das, was durch das LSD ausgelöst wurde. Dieses alles wird bunt auf einmal, ja, wie die Beatles. So ist ja dann auch der Film, alles ist so dieses bunte Design. Und Orange ist dann, geht schon in diese Richtung. Aber es ist auch dieses ganze Thema in dem Buch noch mehr, kommt das noch mehr raus als in dem Film. Da geht es auch darum, um wie LSD auch missbraucht wird zu Zwecken von Mind Control, MK Ultra. Das war damals schon Leuten Begriff. Jemand wie Anthony Burgess wusste davon. Also, dass es sowas gibt. Oder ich meine, wie sehr man davon weiß oder nur Gerüchte. Aber das war damals auch schon Thema, so. Und das finde ich halt total interessant, dass eben Dichter, vielleicht auch Archetypen, ein bisschen Bade, das halt aufgreift. So, wow. Diese Entwicklung, wohin diese kybernetische Denkweise funktioniert und auch letztens die Denkweise, die dahinter steht, dass das, ja, das ist cool, das kann ein Tool für uns sein, wie überhaupt diese ganze Technisierung, die im Grunde genommen seit der Industrialisierung angefangen hat, ey, super, wenn uns so ein Mähdrescher die Arbeit abnimmt, cool, dann haben wir mehr Zeit für uns. Aber wenn wir dann schauen, wo wir heute stehen, hat es uns auch viel genommen, so. Und das hat auch dieses Technische oder immer so was Kühles, so. Also das ist so diese Gefahr, die da ist. Und ich bin auch keineswegs so technikfeindlich, ich meine, wir nutzen ja Technik, aber diese Gefahren, die sehe ich da auch. Und die hat man schon in den 60ern und vorher schon gesehen. Also die Kunst, Literatur kannst du es oft sehen. Und dann schmeiße ich noch so ein Ding rein, wie dann in den 60ern und dann auch diese ganze Idee von Personal Computer und Internet. Das ist eine Geburt der Subkultur in Kalifornien. Das sind diese ganzen Hippies gewesen. Das hat auch direkt zu tun mit LSD. Das ist diese Netzversion. Das große Amerika, Corporate Amerika, die haben IBM gehabt. Die haben Rechner gebaut, so zentralistisch gedacht. Wie so eine Hierarchie. Weißt du, wir sind Chefs und haben dann so Rechner, die sind so groß wie Häuser und so weiter. Ja? Während die Idee von Hippies war, die LSD-Version ist Netz, klein und das Vernetzen so. Und dadurch erschaffen wir eine große Intelligenz. Und auch diese beiden Pole, die stehen heute immer noch gegenüber. Und da gab es ja damals auch schon Leute, die es kritisiert haben. Am bekanntesten und berüchtigsten natürlich dann auch Ted Kaczynski, der sogenannte UNA-Bomber, der dann in den 80er Jahren dann mehrere Paketbomben geschickt hat, sind auch Leute gestorben. So, der aber dann dieses Manifest geschrieben hat, wo er das begründet, also warum er so Repräsentanten der technologischen Szene sozusagen angreift und es fein zieht, weil er eben meint, dass diese kybernetische Denkweise dass die falsch ist. Und tatsächlich geht das auch zurück. Ja. Da gibt es die Macy-Konferenzen, ich glaube, es war in den 50er Jahren oder so, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auf einmal der Krieg ist der Vater aller Dinge, ja, wo auf einmal dieses technologische Denken so überhand nimmt und dann eben nicht nur wir Maschinen bauen, schön Zahnräder, sondern auch dann Social Engineering startet. Dass wir auch aus der Motivation Zweiten Weltkrieg heraus, wir werden es mit Social Engineering verhindern, dass es jemals wieder so Hitler-Leute gibt oder sowas, sondern wir kreieren da was, ja? Vielleicht was Besseres. Aber das ist natürlich gefährlich. Das ist dieses Spiel, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da spüren wir so, das ist so ein Eingriff in die Natur. Das kann auch ganz schief gehen, diese Sachen, ja. Und Ted Kaczynski hat da zumindest gut argumentiert. Nein, bald möchte ich noch reinwerfen, weil es einen ganz aktuellen Bezug hat. Das war doch so letzten Monat oder so. Da gab es doch in Brandenburg den Anschlag auf die Stromversorgung für diese neue Factory von Elon Musk. Ach was? Und, okay. Ja. Und hast du es gar nicht mitbekommen? Nein. Also da gab es einen Brandanschlag und es war auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das genau macht, aber jedenfalls haben es dort Leute geschafft, ein Hochspannungsmasten oder ein Transformatorhäuschen so zu beschädigen, dass diese Factory von Elon Musk keinen Strom mehr bekommen hat. Was dann natürlich jeden Tag Millionen Ausfälle sind. Wie hoch da die Ausfälle waren, weiß man nicht. Aber es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert, bis das Ding wieder Strom hatte. Es war echt ein effektiver Anschlag. Und die Öffentlichkeit hat das dann gleich, ich meine, ja, das sind diese neuen Ökoterroristen, so, also die Klimakleber, die, nochmal eine Stufe militanter, die jetzt da sozusagen die Infrastruktur angreifen. Aber und interessant, weil da gibt's auch ein Protestlager dort, ein Baumlager so gegen Elon Musk. Aber die Leute machen das gar nicht. Sondern dazu bekannt hat sich eine Gruppe, die nennt sich Vulkangruppe. Und das sind keine Linksextremisten, das sind Anarchisten. Ja, die natürlich dann vielleicht im selben Milieu wie die Linksextremisten sind, aber das sind Anarchisten. Und die haben schon in den, bestimmt schon seit über 10 Jahren schon diverse Attentate gemacht. Meistens nicht so spektakulär, dass man sie mitbekommen hat. Hier mal 2013
hat eine Gruppierung, ich zitiere mal hier, eine Gruppierung, die sich als Anonymous Vulkangruppe Katla bezeichnete. Die haben einen Vodafone-Funkmast in Berlin angegriffen. Und die Tat richte sich gegen die totale Überwachung durch Regierungen, Geheimdienste und Konzerne sowie gegen das reibungslose Funktionieren der Metropole. Später haben die Anschläge gemacht auf Glasfaserkabel und so. Und dann haben, da gab es ein Pamphlet, oder darauf wollte ich eigentlich hinaus, ein Pamphlet, was sie dann veröffentlicht haben, diese Vulkangruppe. Und da drin steht, Zitat, die Herrschaft über die Menschen organisiert sich neu, über die Netze, die Algorithmen und die Zugriffe des Staates und der Konzerne auf unser Leben und im Alltag, auf unsere Gefühle, unser Denken, unser Tun, jetzt und in der Zukunft, und weitet sich immer tiefer aus. Wir werden überwacht, gesteuert und gelenkt. Zitat Ende. Und da denke ich mir so, als ich das gelesen habe, boah, kriege ich die Gänse, aber krass, es ist richtig gut auf den Punkt gebracht und formuliert, wie wir auch fühlen, oder? Das ist genau diese Sorge, die wir haben. Und finde ich ganz interessant, dass da eben also auch Leute gibt, ohne es irgendwie gut zu heißen. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, jetzt da Anschläge zu machen, aber ich fand einfach nur interessant, dass jetzt Leute, die sozusagen medial wahrgenommen werden als Linksextremisten, Ökoterroristen, dass es da aber auch Leute gibt, die Anarchisten sind. Und das, was sie da geschrieben haben, das hätte eins zu eins auch aus der Feder von Ted Kaczynski stammen können. Und da wollte ich nur mal reinschmeißen, weil es ganz aktuell ist. Ja. Da fällt mir gleich eine Szene von Clockwork Orange ein, die hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, wo dem Protagonisten diese Klammern in die Augen reingemacht werden. Das ist MK-Ultra, Mann. MK-Ultra-mäßig, genau, um dann von diesem Bildschirm, die Szene muss auch echt krass gewesen sein, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, wie das gefilmt wurde, ne? Wurden es echt Metallklammern in die Augenlider rein, um die offen zu halten. Und da mussten dem aber alle paar Sekunden so eine Salzlösung in die Augen getropft werden, damit die nicht austrocknen. Und der hat dann diesen Film sehen müssen oder halt medial diesen Einfluss dran. Und es ist so interessant, dass du das heutzutage gar nicht mehr brauchst, diese Klammer. Ne? Die Leute, die haben ganz freiwillig das Handy irgendwie vor dem Gesicht und werden sich da irgendwie alles reinpfeifen. Also ja, ist ein mega spannendes Thema, auch dieses Pamphlet, würde ich auch echt so unterschreiben, meine Sorge. Was heißt, es ist ja nicht nur eine Sorge, es ist ja Alltag. Ne? Wir sehen, die mediale MK-Ultra-Kontrolle durch Bildschirme ist einfach Fakt. Und die Leute sind echt manipulierbarer denn je. Echt, also wenn ich heutzutage durch die Stadt fahre, das sind echt Kindergruppen, die rumlaufen, die haben alle ein Smartphone in der Hand und haben das ständig griffbereit. Zack, zack, connected, zack, zack, irgendwas abrufen. Das ist schon echt abgefahren, Mann. Aber ja, man könnte. Ich würde gern eine kleine Brücke schlagen zum Thema Kommunikation wieder, dass wir da vielleicht ein bisschen wieder an die Roots rangehen von dem Thema, weil ich glaube, da kann man auch sehr, sehr, sehr viel drin finden. Und zwar weg jetzt mal von der Kommunikation mit Maschinen, der Kommunikation mit der Außenwelt auch. Ich finde, die wichtigste Kommunikation, oder was mir so ein großes Herzenthema ist, wo ich das Gefühl habe, da muss ich die Sprache auf jeden Fall irgendwie lernen und das muss ich in meiner Lebenszeit noch hinkriegen, ist die Kommunikation mit meinem eigenen Körper, dass ich diese Sprache endlich mal verstehe, was meine Organe mir sagen, ne, was mein Körper mir eigentlich sagt mit dem, was gerade abgeht, mit meiner Verdauung, auch nur mit meinem Hautbild oder auch mit meinem Geruch, mit meinem Geschmack. Das sind so viele Geschichten, die da drin spielen, und wenn man Kommunikation mal runterbricht als einfach nur Informationsaustausch, ne? Egal wie der jetzt aussieht, dann ist das Wichtigste eigentlich erstmal die Kommunikation mit sich selbst. Ne? Jetzt mal auch auf einer esoterischen Ebene, ne? Mit meinem höheren Selbst diese Kommunikation rausfinden. Das hatten wir ganz am Anfang, ne? Dass man schafft es irgendwie auseinanderzudröseln, was kommuniziert eigentlich durch mich? Ist es irgendwie mein höheres Selbst oder sind es möglicherweise andere Geschichten? Aber dann auch mal ganz handfest herauszufinden, was will eigentlich mein Körper mir ausdrücken? Und ich glaube, wenn wir diese Sprache deutlicher sprechen würden oder verstehen würden, dann würden sich ganz viele Alltagsprobleme von uns direkt relativieren, ne? Weil wenn ich direkt check, was mein Körper mir sagt, möglicherweise ja auch schon, ich meine, man kann ja sogar so weit gehen in die Richtung Kinesiologie, du kriegst hier einen Zwicken, ne? Du hast hier einen Zwicken oder hast einen Tinnitus auf dem linken Ohr, und ich bin mittlerweile auch schon so weit, dass ich direkt versuche, das zu verbinden. Okay, hey, meine linke Seite, meine weibliche Seite, wenn es da jetzt ins Ohr reinpfeift, vielleicht sollte ich mich jetzt gerade mal mit den Bereichen kurz beschäftigen, vielleicht bin mir gerade, also kommt da gerade ein Impuls rein, der für mich ganz stark wichtig ist. Und ich muss sagen, ohne da jetzt zu abgefuckt zu wirken auf die Außenwelt, dass ich da eigentlich eine sehr, sehr hohe Erfolgsrate habe, diesen Spuren zu folgen. Und ich glaube, dass die mich schon sehr, sehr oft davor bewahrt haben, dass mein Körper stärker krank werden muss, um mir irgendwas beizubringen. Wie seht ihr das, die Kommunikation mit eigenem Körper? Wie wichtig empfindet ihr das für euch selbst? Naja, also ich meine, du weißt ja, dass, weil vorhin schon Human Design kurz erwähnt wurde, Human Design hat da erstmal das Grundanliegen, dass es dich
wieder in den Körper bringen will, ja, also Embodiment, raus aus dem Mind, weil der Mind eben dieses Werkzeug sein soll und nicht das, was die wichtigen Entscheidungen für dich im Leben trifft, ja, ob es jetzt beruflich oder die Partnerschaft ist. Das heißt, einerseits gehe ich da voll mit und ich kann tatsächlich die Brücke schlagen zu beiden Themen, die wir jetzt gerade hatten, ja, also auch dieses ganze Personal-Computer-Thema irgendwo, ja, weil ich bring mal Crowley mit rein, ja. Ich meine, Frank ist eigentlich auch ein sehr, sehr großer, nicht Crowley-Fan, aber jemand, der den Mann auch faszinierend findet, sagen wir es mal so, ja. Crowley natürlich eine Ikone der Popkultur. Und einer der berühmtesten Sätze von Crowley, den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, ist "Every man and every woman is a star." Ja, jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Und das ist auch ein Satz, wo sich die Meditation darüber sehr, sehr lohnt, was das heißen könnte. Ja, und in dem jetzigen Zeitgeist, in dem wir uns befinden, ja, da glaube ich, dass das genau dem entspricht, also der Richtung, in die das große Uhrwerk geht. Und ihr wisst ja, bei mir ist es so, dass ich glaube, man kann nicht gegen den Zeitgeist schwimmen. Das heißt, ich glaube, es gibt gewisse kosmische, tatsächlich Räder, die irgendwo mechanisch festgelegt sind. Und deswegen glaube ich auch, um kurz zur Technik zurückzukommen, dass wir diesen Trip nicht verlassen können, weil dieser Trip im Endeffekt das ist, wo die großen Räder hinwollen. Also du kriegst die Technik nicht mehr weg, selbst wenn jetzt einige Leute zum Juna-Bomber werden würden. Du würdest da niemals eine Mehrheit finden, ja? Das heißt, da ist praktisch das Kind längst in den Brunnen gefallen. Das ist wie so eine gewisse Fatalität, die im Gang ist. Und was bedeutet das nun, ja? Was bedeutet das nun? Every man and every woman is a star. Und da glaube ich eben, kommen wir auch zum Anfang zurück, dass es in diese beiden Richtungen gehen kann, ja? Auf der einen Seite könntest du sagen, das ist genau Wassermann-Zeitalter. Das ist genau dieser extrem individualistische Geist, wo du tatsächlich versuchst, ja, zum Stern zu werden, was du auch wieder unterschiedlich deuten kannst, ja. Die einen sagen ja, every man and every woman is a star, heißt, jeder kann jetzt heute auf Instagram seine 15 Minuten Ruhm haben, ja. Du könntest es allerdings noch viel größer deuten und sagen, dass wir sind letztendlich wirklich Sternenstaub, wenn man mal an diese Version glaubt, und vielleicht ist der Mensch wirklich eigentlich ein Stern, ja, vielleicht wird jeder von uns irgendwann eine eigene Sonne oder was auch immer, ja. Oder das, was die Sonne repräsentiert, also etwas, was vollkommen man selbst ist, also dieses Erkenne dich selbst, ja, was möglicherweise über den Körper geschieht. Und da glaube ich jetzt eben, gibt's diese beiden Wege. Du kannst einerseits sagen, every man and every woman is a star, bedeutet, ich schotte mich komplett ab, ich gehe komplett das, was man in der Magie den linkshändigen Pfad nennen würde. Also ich werde jemand, der sich abkapselt, der auch sich vielleicht nicht unbedingt für etwas Besseres hält, aber der zumindest diesen vollkommenen Weg der Abkapselung wählt, weil er sagt so, eigentlich das, was ich empfinde, es ist ja mein Körper, ich muss nur dieses Gerät hier verstehen und dann werde ich dieser Stern und ich komme irgendwann zu dem Schluss, dass ich die anderen nicht brauche, ja. Und das andere wäre aber so eine Form von Synthese. Und ich glaube, diese Synthese muss es sein, weil die krasse Gegenthese dazu wäre dieses gemeinschaftliche Feld, ja. Also dieses große Feld, in das man sich auflöst. Und ich glaube, das ist es eben auch nicht. Und ich glaube, genau da findet dieser Balanceakt statt, ja. Also dieser Balanceakt zwischen dem Narzissmus, zwischen der übertriebenen Abkapselung und dem, dass ich sage, ich gehe in dieses große Feld rein, in dieses große Feld der Konditionierung, in dem ich mich verliere, ja, ob jetzt politisch, religiös oder auf irgendeiner Party, und ich lande dann bei den falschen Menschen, ich lande dann auf dem falschen Fraktal an Orten, an denen ich nicht sein will, muss, weil sie mich auf meinem Weg nicht weiterbringen, ja. Und das ist, glaube ich, dieser große Drahtseilakt, in dem wir uns befinden, ja. Aber ich sehe definitiv, dass Individualismus, dass das Thema ist, was, wenn nicht das Wichtigste unserer Zeit ist, ja. Und dass da dieses Embodiment, von dem du gerade gesprochen hast, Kevin, dass das da was ganz, ganz Wichtiges ist, weil ich glaube, das findest du eher in deinem Körper als bloß in diesem einzigen Organ, dem Gehirn, ja. Was halt die Schaltzentrale ist, was ohne Frage wichtig ist. Und ich glaube, ohne Gehirn funktioniert nicht viel, aber trotzdem nur eins von vielen Werkzeugen hier, ja. Wunderbar, oh ja. Was du alles für Themen gerade aufgemacht hast. Ganz kurz, Frank, ja, sorry, nur das, um das kurz mal noch herauszuheben, was du da am Anfang gesagt hast. Ich bin da vollkommen bei dir, dass wir im Computerzeitgeist leben. Das heißt, selbst
Also, wir reden darüber, dass es eigentlich über diese Bedrohlichkeit dieses ganzen Apparats, aber es sind ja gerade eigentlich live hier über die Computer, über Webradio verbunden miteinander. Also wir können nicht ohne das Ganze. Es ist, wie du sagst, wir können uns nicht gegen diese großen Räder wenden. Ich meine, natürlich wird es das Schicksal des einen oder anderen sein, in die Natur zu gehen, ne, und sich für diesen Sachen abzustotten, und auch die füttern das Feld mit ihrem Lebensstil, was sie machen. Aber wir in der westlichen Welt, wir sind, glaube ich, auch einfach ein bisschen dazu genötigt, diese bedrohlichen Apparate, die so aufgegeben werden, auch für andere Dinge zu benutzen. Das machen wir ja gerade hier im Moment genauso. Also ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Man sollte nicht unnötig gegen die großen Räder rebellieren, weil das ist echt Energie, die kannst du für dich selbst oder für andere Sachen viel besser gebrauchen. Ja, völlig richtig. Volle Zustimmung. Es ist halt die Frage, identifizieren wir die Räder richtig? Und da habe ich, glaube ich, schon eine andere Position als du, Stefan. Ich sehe es, den Zeitgeist weniger als ein Fatum, als etwas, was halt passieren muss. Das ist einfach jetzt, durch das man geht. Sondern ich sehe da schon im größten Teil, der Zeitgeist wird auch von Menschen kreiert. Und für mich geht diese Entwicklung hat ihren Anfang genommen, im Grunde genommen in der Aufklärung. Seitdem sind wir auf diesem mechanistischen Trip. Man kann es möglich, also auch da siehst du dann schon Vorläufer natürlich. Aber seit der Aufklärung geht es so richtig los. Industrialisierung, Industry, probier's mit Staub, dieser Materialismus, Nihilismus, diese Entmystifizierung, Entzauberung auch irgendwo des Lebens. Und seitdem gibt es auch schon immer Gegenbewegungen. Damals schon in der Literatur, Leute wie Goethe und so weiter, der dem was anderes entgegensetzt, also eben den Zauber, das Mysterium des Lebens und so weiter sehen will. Diese ganz verschiedene Wissenschaftlichkeit, die da gestartet ist, Darwinismus und so weiter, wo dann auch die Biologie, eine Kosmologie, wo kommt der Mensch her, auf einmal rein mechanisch ist. Also das heißt nur Ursache und Wirkung, ein Clockwork eben, ein Uhrwerk. Ja. Und tatsächlich kann man da ältere Vorläufer finden, so, aber ich sehe es halt eher, dass das wirklich auch aus uns Menschen rauskommt. Und ich sehe es auch immer als eine riesen Herausforderung, sich von dem Zeitgeist zu befreien. Und letzten Endes halt auch, was du gesagt hast, Stefan, wo ich dir auch voll zustimme, habe ich auch am Anfang der Sendung ja gesagt, es geht auch immer so, das ist die höchste Lebenskunst, du nennst es ein Drahtseilakt, genau, also halt dieses Gleichgewicht halten, so. Je gleichgewichtiger du bist, dann kannst du vielleicht irgendwann sogar über ein Drahtseil gehen. Oder wie der im Tarot, der Narr, der halt auch im Gleichgewicht ist, dynamisch und sich so durch die Gefahren bewegen kann. Der ist auch über einen Abgrund und da ist eine Schlange und so. Gleichgewicht, ein dynamisches Gleichgewicht, das ist, um was es geht. Das ist die höchste Lebenskunst, das zusammenzubringen. Und eben zu unterscheiden, was kommt von außen und was ist wirklich originär, natürlich aus mir selbst. Aber klar, auf einer anderen Ebene, und jetzt bringe ich das auch wieder zu der Körperlichkeit zurück, von der Kevin gesprochen hat, stellt sich natürlich die Frage, wer ist dieses Selbst eigentlich und dieses Ich? Und auch da, finde ich, leben wir in einer Zeit, wo wir da entdecken, hey, dieses alte Konzept von Ich gilt es vielleicht auch zu hinterfragen, weil wir plötzlich entdecken Mikroorganismen und wie viele Mikroorganismen untrennbar verbunden sind mit unserem Körper. Dass man, und die einen Einfluss haben auf unser Leben, die dann nicht nur als Parasiten oder Mitesser leben, sondern die haben einen Einfluss. Die nehmen einen Einfluss zum Beispiel auf Dinge, wie die du angesprochen hast, wie Geruch, wie Gesundheit auch. Das sind auch Indikatoren. Du kannst anhand von dem Mikroorganismen vielleicht drauf schließen, was bei dir in deinem Körper falsch läuft. Oh, mein Milieu ändert sich. Und das ist aber auch natürlich so. Also ein Teenager hat andere Mikroorganismen als ich. Deswegen hat ein Teenager diese Pickelgesichter. Das hat damit zu tun, so. Das ist so eine Phase. Das ändert sich im Laufe des Lebens. Das ist total interessant. Und die, wo du auch gemeint hast, hier, Kevin, das finde ich auch ganz großartig, dieses Kommunizieren mit dem Körper. Ja, das ist, so ist es. Aber mit wem kommunizieren wir dann auch? Das ist dann nicht nur das Ich, das sind dann vielleicht fast so ein Wir. Ich hatte mal eine interessante Frau kennengelernt, die hat mir eigentlich den Blick da erst drauf geöffnet, so, schau jetzt mal mit diesen Mikroorganismen an. Und die hat das schon so in ihrem Bewusstsein, dass sie von Wir spricht. Auch in Fragen dann von Erotik zum Beispiel. Ja? Ich meine, wir modernen Menschen, wir die meisten von uns, die betäuben ja oder unterdrücken eigentlich die eigenen Körpergerüche. Dabei ist es, diese Gerüche riechen, das sagt ja schon total viel aus, was harmonieren wir miteinander. Jetzt sind ja dann bald dann die Maifeiern. Ich komme aus Bayern, das ist zum 1. Mai, man diesen Maibaum aufstellen. Ey, das ist ein uralter Brauch. Und da geht es dann hauptsächlich darum, dass halt der Genpool nochmal neu gemixt wird, dass die Jugend zusammenkommt und da wird dann getanzt. Und beim Tanzen, weißt du, da hast du auf einmal eine junge Frau im Arm so und das knistert halt. Oder stößt dich ab.
du kannst sie riechen oder auch nicht. Da werden schnell Dinge klar, so dass damit Beziehungen entstehen, die dann wiederum die Gemeinschaft stabilisieren, damit die richtigen Leute zusammenkommen. Heute haben so viele, unterdrücken diese Gerüche, nehmen die gar nicht wahr oder das ist nicht Teil von ihrem Bewusstsein. Und da muss man sich nicht wundern, warum dann heute so viele Beziehungen nicht funktionieren, so weil zu viele Leute auch zusammen sind, die rein von der Biologie eigentlich gar nicht zusammengehören sollten. So. Und ey, du kannst natürlich vielleicht mal auch einen Seitensprung machen und so weiter, da mal in eine andere Richtung gehen. Aber weißt du, für eine stabile Partnerschaft brauchst du auch Voraussetzungen. So. Und das ist, finde ich, so interessant, eben wie du das sagst. Da kommt auch ein völlig neues Feld auf unseren Körper hören, das zu entdecken, so hey, wie tief das eigentlich geht. Und eben auch mit dieser Aspekten, mit dieser Perspektive der Mikroorganismen. Ey, die meiste Biomasse auf der Welt können wir noch nicht mal sehen. Die meiste, es gibt mehr Biomasse als alles, was es sonst gibt. Bäume, Menschen, Tiere. Also ey, wow, kann man sich das vorstellen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Ich finde, das gibt einem auch einen komplett neuen Blick und ey, auch eine völlig neue Philosophie. Was ist der Mensch und welches Verhältnis stehst du zur Natur, wenn viele in und in dir drin und um dich herum überall Mikroorganismen sind, die dich beeinflussen. Und das ist nicht nur so negativ wie oh, Krankheitserreger, das gibt es vielleicht auch, ja. Aber das ist wirklich Teil unserer Biologie. Die Biologie, weiß ich gar nicht, wie sehr sind wir überhaupt noch Individuum? Also das finde ich, da hast du absolut recht, Kevin, so dieses auf den Körper hören, das zeigt uns zumindest auch mal echt eine völlig neue Perspektive. Da geht eine Tür auf und wir sehen ganz groß und hey, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das alles durchblicke, ich kann einfach nur staunen. So. Wow. Und da vielleicht so manche feste Gewissheit, die man sein Leben hatte, ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht muss man echt von wir sprechen. So. Ja, es gibt sogar Frauen, die Technik beeinflussen. Ne? Im letzten Vintage Club hast du Sandy Denny gespielt und The Ballad of Easy Rider. Mm. Hatte ich direkt nach dem halben Song schwere Ausnahmefehler meiner Soundkarte. Konnte erst 20 Minuten später wieder einsteigen. Das heißt, ja, es gibt interessante Wechselwirkungen. Und das, was ich nur kurz sagen wollen würde, ja, zu deinen Ausführungen wegen der Aufklärung. Wir haben viel über die Diachonten gesprochen in den letzten 3-4 Nachtmeerfahrten. Und da geht es tatsächlich auch darum, so wie Diachonten beschrieben werden, das ist letztendlich das jetzige Wetter, das ist auch tatsächlich der Zeitgeist, der dich versucht zu beeinflussen. Ja, der versucht, den Berg zu beeinflussen, der eigentlich dein innerer Kompass ist. Das heißt, da bin ich bei dir. Dennoch ist es so, auf der anderen Seite wieder, gewisses Paradox, kannst du natürlich die Aufklärung ganz klar mit der Entdeckung von Uranus in Zusammenhang bringen. Ja, das sind ja immer diese interessanten Korrespondenzen, Synchronizitäten, die es dann gibt. Der Uranus wird entdeckt und die Aufklärung geht los. Französische Revolution kommt. Pluto wird entdeckt, 1930er, und die Menschen entdecken die Atomkraft. Ja, das heißt, es scheint für mich schon gewisse Faktoren zu geben. Also es gibt einige Faktoren, die kannst du beeinflussen, andere möglicherweise nicht. Und das, was ich in dem Zusammenhang vielleicht fragen wollen würde, ja, zum Bardentum zurück. Du hast vorhin gesagt, die Barden erzählen die Geschichten, ja. Also sie geben mündlich die Geschichten des Stammes weiter, die Geschichten der Völker, da wo man herkommt. Und das klang für mich so, als ob sich der Barde nur mit der Vergangenheit beschäftigt. Aber ist es denn so? Also könnte man nicht genauso sagen, der Barde ist auch der Visionär für die Zukunft? Ja. Also weißt du, ist das wirklich so was traditionalistisch-konservatives, wenn du es so nennen willst, was ich jetzt persönlich nicht bin, sondern kann das nicht auch genauso was sein, wo der Blick in die Zukunft geht? Ja, voll. Ja, absolut richtig und gut, dass du den Blick mal aufwirfst. Das Badentum, vielleicht gibt es diese konservativen Linien auch, weißt du, dass der Bade einfach nur ein Weitererzähler ist, ein Nacherzähler ist. Aber im Original ist es so, das ist ja überhaupt auch die Idee von mündlicher Überlieferung, es ist eben nicht in Stein gemeißelt. Die ändert sich von Generation zu Generation, wie wir die Story erzählen und wir ergänzen sie, weil einfach wir auch weiter geschritten sind. Die große Geschichte wird größer. Und da ist auch diese Freiheit drin. Das ist eben nicht in Stein gemeißelt. Also sonst wäre es aus meiner Sicht auch dann, ja, dann bist du nur ein Nachsager oder sowas. Das ist dann vielleicht auch okay, ein Chronist, aber tatsächlich geht es darüber hinaus. Und ich habe ja gesagt, der Bade, es geht auch um Entertainment, es geht auch sozusagen die Sippe irgendwie oder den Stamm halt bei guten Vibes zu halten. Und dazu gehört natürlich auch, wenn man der Bade halt das Gefühl hat oder sieht, wir gehen in die falsche Richtung, dass er natürlich auch die Warnungen bringt. Also wie, wo wir eben bei dem Thema vorhin waren, wo wir schon alle irgendwo ein bisschen davor waren oder so ein ungutes Gefühl haben, hey, diese reine Technisierung, diese Technikfetischisierung, ja, das führt nicht in die richtige Richtung. So, da braucht es immer einen Ausgleich auch. Und
das ist dann auch Aufgabe des Barden, dann eben zu warnen vor Fehlentwicklungen oder so weiter. Und also selbstverständlich geht das dann genauso auch in die Zukunft. Ja. Das geht an schönen Abenden auch Visionen entwickeln. Wohin wollen wir eigentlich gehen? Ne? Ja. Es geht ja auch, das eine geht ohne das andere ja gar nicht. Ne? Ich meine, sobald du, ich meine, man kann sich das jetzt ja nicht einfach in so einer abgekapselten Situation vorstellen. Ich meine, es ist irgendwas passiert im Stamm, es gibt irgendein Ereignis und der Barde fängt an zu singen. Und der Barde entscheidet sich dafür, irgendeine Geschichte zu nehmen, die jetzt passend ist für die Situation. Und das ist ja automatisch eine Beeinflussung für das zukünftige Handeln oder für die Stimmung von dem Stamm jetzt für die Zukunft, ne? Also es ist zum Beispiel sieht der Barde, dass jetzt irgendwie der Stamm in eine Richtung abdriftet, dass es irgendwas passiert, dass es Unmut da oder sowas, dann wird irgendwas vielleicht mit bedrohenden Zeigefinger gesagt, um für die Zukunft irgendwas bereit zu machen. Ne? Also jede Geschichte, die du erzählst, hat ja auch eine Wirkung. Und wenn ich jetzt eine schöne Geschichte erzähle, dann sind die Leute beschwingt und können irgendwie mit einem leichteren Herzen nach Hause gehen. Ich kann aber auch eine schwere Geschichte erzählen von einem schweren Krieg oder von einer schweren Krankheit, von einer schwierigen Phase und den Leuten vielleicht was zum Nachdenken mitgeben. Ne? Also ich glaube, sobald du Geschichte mit ins Spiel bringst, hast du immer auch die Zukunft irgendwie mit im Blick. Deswegen ist ja auch dieses ganze Thema mit unserer verlorenen Geschichte oder mit diesem ganzen freaky Stuff aus der Vergangenheit ist ja so interessant, ne? Weil umso tiefer du guckst, umso weiter kannst du auch irgendwie, finde ich, in die Zukunft reingucken oder umso besser kannst du vielleicht die Möglichkeiten abschätzen, was der Mensch eigentlich noch erreichen kann oder wieder erreichen wird, ne? Weil es ist alles wieder nur ein Drehen. Da würde ich auch kurz noch eine kleine Sache anbringen zum Thema Computer. Ich glaube auch, dass dieses Computerthema kein Thema der Moderne ist, ne? Ich meine, in diesem technisierten, materialistischen Sinn ist es vielleicht jetzt gerade so ein Phänomen, dass wir diese Computer hier haben, aber das Thema an sich, sich mit so einem kalten, berechnenden Geist zu beschäftigen. Das ist in uns drin und es ist schon immer ein menschliches Thema. Und ob du das jetzt siehst bei den Römern, wie die ihr Staatswesen organisiert haben, was einfach auch meiner Meinung, also vom Feeling her auch sowas Nazi-mäßiges hat, ne? Nicht umsonst haben die Nazis sich auch kulturell sehr stark daran bedient. Das geht auch schon in diese Richtung, ne? Alles ist strukturiert, kontrolliert, zentralistisch, da ist eine Recheneinheit, die dann alles steuert. Das hast du schon immer gehabt. Und ich glaube, dass sich die Menschen schon seit jeher immer wieder zwischen diesen zwei Polen bewegen. Ne? Dieser kalte, männliche Verstandsgeist, einfach nur berechnend, Option A, Option B. Und auf der anderen Seite hast du dieses natürliche, mütterliche, verbunden im Hier und Jetzt sein, ohne jetzt wirklich in der Zukunft auf was abzuzielen. Das ist einfach schon ein sehr, sehr stark menschliches Thema. Oh ja, und noch ein, sorry, ganz kurz, aber das, weil du gemeint hast, die Römer, hey, du siehst es ja noch krasser so im alten Ägypten. Und da letztens eben auch in dieser Architektur, weißt du, diese Pyramiden und so, wie faszinierend wir finden, aber es ist halt eben diese ganze Mathematik, die da drin steckt. Das ist aber im Grunde, es ist eben etwas Kaltes, Eckiges, Kantiges, etwas, was offensichtlich nicht so in der Natur irgendwie hervorgebracht wird. Diese klaren Winkel und diese Detailtreue, ja. Da kannst du das auch daran erkennen, so tatsächlich, wie alt eigentlich schon dieser Geist ist. Und letztens auch sowas wie diese ganzen, oder viele esoterische Schulen berufen sich ja eben auf dieses alte Ägypten. Und das ist dann oft sowas Mechanisches. Auch Freimaurer ist im Grunde genommen schon dieselbe Idee wie ein Clockwork. Da sind auch diese Ideen ja schon drin, dass es mechanisch halt, Gott hat irgendwie dieses Universum aufgezogen. Ja, der Demiurg ist ja der große Architekt, ne? Ganz genau, der Architekt. Interessanter. Also Bauen ist wie Mechanik auch, genau. Ja. Und interessanter Funfact nebenbei, es gibt ja diesen unaussprechlichen Namen, ja, Jehova, wenn man ihn aussprechen will. Aber es ist ja das Tetragrammaton, ja. Also es sind ja diese vier Buchstaben, Jotel, Waffel. Und jeder semitische Buchstabe hat ja ein Bild zugeordnet, ja. Und das He ist ja zweimal dabei, Jot, He, Waffel. Also wir haben das erste He und das He am Ende, das semitische H. Ja? Und das Bild für das H ist ein Fenster. Ja, das heißt, ein Fenster ist ja auch immer dieses Viereck letztendlich, ja. Und Jod, hey, Waffe ist ja letztendlich, Jehova ist ja der große Baumeister, der Demiurg, ja. Wo du durchaus sehen kannst, der ist immer mit dieser viereckigen Form verbunden, in die wir auch die ganze Zeit hineinstarren, ja. Ja, Windows ist interessant. Auf unseren kleinen Kästchen hier. Und ich dachte, jetzt ist vielleicht doch der Moment, um kurz auf Mary Jane zu sprechen zu kommen. Ja, ich muss irgendwann heute in der Sendung so der passende Zeitpunkt sein. Wir wissen ja, Mary Jane ist legal seit dem April Fool's Day. Und tatsächlich gibt es Erzählungen, ja, dass Mary Jane, also auch von namhaften Wissenschaftlern, dass dieses Bardentum oder das Geschichtenerzählen tatsächlich
mit Cannabis zusammenhängen kann, weil Cannabis eben diese Eigenschaft hat, dass es dazu führt, dass der Mensch plötzlich sehr, sehr gut assoziieren kann. Ja, das haben diese Cannabinoid-Rezeptoren scheinbar so an sich, dass sie im Menschen etwas auslösen, was im Gegensatz zu Alkohol zum Beispiel, wo man schon auch irgendwie ganz lustig wird und der Humor wird stumpfer, aber es führt nicht zu dieser Gabe der Assoziation, ja. Und es gibt eben einige Forscher, die sagen, ja, möglicherweise hängt diese Tradition des Narrative-Erzählens, woraus sich das Bardentum dann vielleicht mal entwickelt hat, ja, ganz, ganz eng mit dem Cannabis zusammen, weil das Cannabis eben in deinem Gehirn diese Fähigkeit aktiviert, ja, assoziieren zu können, Geschichten erzählen zu können. Und ich glaube eben, das ist was damit ganz eng zusammenhängt, ja, weil Kev, Frankie, ihr seid beide Menschen, die sehr, sehr rechtshirnlastig sind, ja, im Vergleich zu mir jetzt zum Beispiel. Und ich glaube, das ist das, was beim Geschichtenerzählen, beim Bardentum ganz, ganz, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Dieses abstrakte Denken, ja, dieses Brücken schlagen können zwischen Dingen, die erstmal nicht offensichtlich logisch miteinander zusammenhängen müssen, ja, sondern die sich dann erst auftun. Also diese These wollte ich nur kurz in den Raum werfen, weil es ist möglicherweise gewagt, gibt aber für mich Sinn. Speziell, wenn wir bedenken, dass die ersten Funde von Cannabis ja immer weiter zurückgehen, ja. Da haben sie ja irgendwann dann in so ägyptischen Gräbern was gefunden und jetzt in China was noch weiter zurückgeht und dieser eine Tempel in Israel, ne. Also Cannabis war so ein Entheogen, wenn man es so bezeichnen will, was schon jahrtausende lang verwendet wurde, ja. Und was sicher dazu beigetragen hat, dass sich Geschichten entwickeln, ja. Wo möglicherweise die Wahrheit jetzt nicht das Wichtigste ist, sondern dass die Geschichte gut ist und die Leute mitreißt. Ja, etymologisch ist es mega interessant, ne? Wenn du siehst, wenn es um Reden geht oder um Geschichten erzählen, ne? Man webt sich etwas zusammen oder man spinnt sich etwas zusammen. Also dieses Erzählen ist irgendwie ganz arg verbunden vom Reden her, mit Stoffen und Weben, also mit der Herstellung von Kleidung. Und was war eins der ersten Sachen, also die eins der ersten Pflanzen, die man benutzt hat, um Kleidung herzustellen oder Seile, so, das war Hanf, ne? Flachs, Leinen, Hanf, das war ganz arg wichtig. Und ich weiß es auch noch, und das ist für mich immer so eine ganz starke Referenz, von meiner Oma aus Kroatien gibt es Geschichten. Das ist so auf dem Dorf an der Grenze zu Serbien. Und wenn ich da bin, da spüre ich ganz arg diese Verbindung zur Mutterkultur. Ne? Auch diese slawischen Weiber, diese kleinen, dicken Frauen, dunkelhaarig, dunkle Augen, die einfach wunderbare Köstlichkeiten zaubern können und wunderbare Geschichten erzählen. Und wenn ich da bin, da höre ich immer ganz genau hin, weil ich glaube, dass da noch so ein sehr, sehr tiefer Wissenschatz drin ist. Auch wenn man denkt in Richtung Donauzivilisation, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Und die hat mir erzählt, dass sie von ihrer Uroma noch weiß, bei ihr war das, glaube ich, schon nicht mehr ganz so, wobei sie sagt, in ihrer Kindheit gab es das auch noch. Dann waren um die Dörfer, gab es Getreidefelder, aber noch viel, viel mehr Hanffelder. Ne? Ich meine, in erster Linie für Stoffe, für Hanfleinen und sowas. Und sie sagt auch, dass es bei den Dörfern in diesem Bereich vor Urzeiten genau schon so war. Also die Uroma hat es auch schon gesagt, die haben auch schon ganz viel mit Hanf gearbeitet. Und die haben da auch schon Kleidung gemacht. Da gab es die Dorfweberei, noch ganz alte Gemäuer, die da irgendwie standen. Und das finde ich auch so, so spannend, wie eng verbunden ist die menschliche Geschichte eigentlich mit dieser Kulturpflanze. Und wie sehr sind wir schon wieder dazu, also so getrennt davon. Ne? Für uns ist es eigentlich ein Rauschmittel in erster Linie. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt wieder viel mit dem als Nahrungsmittel zu tun. Wobei beim örtlichen Biobäcker gibt es wahrscheinlich auch das Brot mit Hanfsamen drauf, aber wir haben jetzt nicht so viel mit den Ölen zu tun, auch im technischen Sinne, wir haben nicht mehr so viel Kleider damit, ich meine, du kannst dir ein schweineteures Hanfhemd kaufen, irgendwoher Bio-Hanfhemd, was dann nach 2 Wochen zerreißt, also ich weiß auch nicht mehr, wie viel Wissen da noch übrig geblieben ist, aber da scheint es eine sehr, sehr große Connection zu geben, ganz abseits von diesem Rausch, der definitiv auch eine riesengroße Rolle spielt, muss man sehen, dass der Mensch, glaube ich, ohne Hanf nie so richtige Entwicklungsschritte gemacht hätte. Ja, da stimme ich voll zu. Auch eben Hanf als uralte Kulturpflanze in all den Aspekten praktisch, aber auch man hat es, glaube ich, schon immer geraucht. Also das ja. Weiß ich, aber es ja auch gut rauchen lässt und Pfeifen, die Archäologie zeigt, das ist echt uralt. Das ist am Menschen schon immer gemacht. Ja. Und aber gerade weil ich es eben so als wirklich eine allgemeine Kulturpflanze sehe, Stefan, sehe ich das jetzt nicht so, als ob das jetzt so eine besondere Bedeutung hätte für das Bardentum. Also es ist Hanf ist
Allgemeingut. Das ist jetzt nicht speziell die Pflanze der Barden oder der Troubadoure. Es gibt Troubadoure, die mögen die, gibt welche, die mögen sie nicht. Und auch die Abgrenzung vom Alkohol, da wäre ich vorsichtig, weil gerade die, wo wir bei Barden sind, wir haben über das Keltische gesprochen, da geht es auch oft um diese Zaubertränke. Die Druiden haben Zaubertränke, bei Asterix kennen wir das alle, aber was wahrscheinlich... Da Alkohol drin ist. Ja, das ist es. Wahrscheinlich ist die Hauptidee von Zaubertrank ist, oder eine der großen Geheimnisse ist eben das Geheimnis der Alkoholherstellung von Wein, ne? Also diese oder auch Fermentierung und so weiter, diese Geschichten, das sind die Zaubertränke. Und das ist also keineswegs jetzt nur Hanf. Ich glaube, das Alkohol kann genauso auch krass inspirierend sein. Ist halt auf der Preis ist vielleicht höher, also Alkohol ist eine härtere Droge als Hanf. Der Preis ist vielleicht höher, so Gefahren von Sucht und dann auch, wie es deinem Körper schaden kann. Aber ich glaube schon, man spricht da auch von Spiritus, also oder Spiritosen. Da steckt ja schon das Spirit drin. Also, und ich habe das selbst auch erlebt. Und es ist natürlich auch wahrscheinlich eine Frage, welches Setting, wie man auch tickt, mit wem man zusammen ist und vielleicht auch welchen Alkohol man trinkt. Wenn du mal richtig hochqualitativen Wein trinkst, dann merkst du auch den Unterschied. Das bringt dich in eine andere Art von Rausch. Also wirklich fast so was Psychedelisches auch, wo dann Gespräche wirklich tief werden. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, dass der Hanf sozusagen die Droge ist für die Troubadoure, aus der die Troubadoure oder Baden Inspiration sind, können sie. Aber genauso kann der Handwerker aus dem Hanf was ziehen. Und genauso kann aber auch der Bade wiederum Connection haben eher zu Alkohol. Das ist diese ganzen Zaubertränke, da gibt's ja... Hey, sondern noch mehr. Du kannst ja die Dinge mischen. Kannst du auch, denn im Deutschen dieses Reinheitsgebot von dem Bier, das hat man ja nur gemacht, weil du kannst natürlich ins Bier auch alle möglichen anderen Dinge noch reinmischen. Das haben Leute früher gemacht. Also auch extrem berauschende Substanzen, so was halt die heimische Natur hergibt. Wow. Deswegen hat man dann ja auch, um die Leute zu kontrollieren, dann dieses Reinheitsgebot gemacht. Ja. Und in vielen hat es ja vielleicht auch seinen Sinn, aber ja, diese Zaubertränke, Alkohol und dann auch diverse andere Drogensubstanzen, das ist ein großes Thema und ich würde es nicht so gegeneinander ausspielen, da haben wir später irgendwie rein. Um vielleicht mal einen Gedankengang abzurunden. Ja. Zunächst mal glaube ich, dass in diesen Zaubertränken nicht nur Alkohol drin war, sondern dass ich tatsächlich glaube, dass die mit sehr, sehr vielem experimentiert haben, was möglicherweise auch sehr, sehr riskant war, ja, wenn man an diese heimischen Hexen und Zauberpflanzen hier denkt. Und auf der anderen Seite würde ich es nach genauerer Überlegung vielleicht eher so ausdrücken, dass der Hanf möglicherweise und speziell schon durch diese Assoziationsfähigkeit, die er ohne Frage hervorruft, meiner Ansicht nach auch mehr als Alkohol, dass er möglicherweise ein natürliches Potenzial unterstreicht. Das heißt, wenn wir vorhin über Individualität gesprochen haben, ich glaube auch, dass das Bardentum ähnlich wie Gesang nicht etwas ist, was jeder erlernen könnte, sondern dass da möglicherweise doch ein gewisses Talent da sein muss. Ja, also dass es einfach eine gewisse Gabe ist, die Menschen in die Wiege bekommen und die müssen das dann ausleben. Ja, aber dass wir in einem Zeitgeist leben, wo ja jeder alles lernen kann, ja, jeder kann Geige lernen, jeder kann visualisieren lernen und das glaube ich eben immer weniger, sondern dass es durchaus geborene Barden wie zum Beispiel dich gibt, Frankie, und ja, die finden dann im besten Falle ihre Berufung. Deswegen gilt, erkenne dich selbst, weil genau so ist es. Du kannst vielleicht schon alle Dinge lernen, aber auf welches Niveau bringst du es dann? Ja. Du bringst es halt nicht zur Meisterschaft. Klar, ich habe irgendwann gelernt, mir die Schuhe zu binden, so, aber wenn es dann darum geht, irgendwie, keine Ahnung, so eine Textilmaschine zu entwerfen, wäre ich nicht der richtige Mann. Das würde ich nie richtig lernen. Gibt es andere, die sind da viel besser drin. Das ist, deswegen gilt da, erkenne dich selbst, was sind deine Stärken und die dann auch möglichst ausleben. Weil da ist auch dann die Chance am größten, dass du dann auch Erfolg hast, in welcher Art auch immer. Also dass Leute dann deine Qualität auch zu schätzen wissen. So. Und da, das ist auch völlig wertfrei. Da gibt es auch, nicht eine ist besser als die andere, sondern es geht da immer um den Kreis, um den Stamm. Und das ist auch faszinierend, dass das wirklich so funktioniert, dass das aus der Natur kommt. Die Natur sorgt dafür, dass immer die richtigen Verhältnisse von Archetypen auch entstehen, die eben die Zeit braucht. Ja? Du kannst es aber auch sehen, wenn Menschen sich treffen. Ich habe die Erfahrung gemacht, so auf so Rainbow Gatherings. Das ist echt faszinierend. Weißt du, ob da 10 Leute sind oder 100 oder 15.000, du hast immer die richtigen Anteile an Leuten, die sich um praktische Dinge kümmern. Meinetwegen die Shitpits. Es gibt Leute, die kümmern sich um die Küchen. Da brauchst du auch gute Leute, die das können mit Kochen und Wissen, so ein Gefühl dafür haben. Wenn du für viele Leute einfach am offenen Feuer in der Natur kochst, da brauchst du auch Skills. So.
Und dann gibt es aber genügend Musiker da, die halt echt tatsächlich dort kannst du so direkt sehen, wie die Musiker die Stimmung beeinflussen. Weißt du, wenn gute Musik ist, dann läuft auf einmal in der Kitchen alles und so alle haben, ey, weißt du, was da geht, die da Energie hochfahren kann. Aber du brauchst es im richtigen Verhältnis. Wenn du jetzt 10 Musiker hast und nur einen, der Kartoffeln schält, das haut nicht hin. So, sind wir zu 10, dann hast du vielleicht 1-2 Musiker. Ja, sind wir zu 100, haben wir viel mehr. Also, aber es passt immer in den Verhältnissen. Und das ist in so Sachen bei Rainbow, kannst du es nur direkt erfahren. Ist halt, du kannst es erfahren, wie das ist, dass es immer so eine Harmonie gibt. Egal wie groß der Kreis ist. Aber das gilt dann für die ganze Natur. Die Natur sorgt schon dafür, dass wir die richtigen Archetypen von Menschen bekommen in der richtigen Proportion. Das mag vielleicht auch nicht immer gleich sein. Es gab vielleicht Zeiten, wo manche Archetypen häufiger sind als andere. Das kann durchaus variieren. Das ist die Freiheit, die die Natur auch hat. Und dann gilt halt auch wieder, wenn wir Menschen uns selbst entdecken, dann folgst du deiner Natur, dann lebst du nach deiner Natur, dann entsteht auch Harmonie, weil die Natur hat dafür gesorgt, dass genau die richtigen Proportionen da sind. So. Und dann im Kreis entstehen dann eben diese, heute würde man sagen, Synergien. Also der Kreis ist dann stärker als das Einzelne. Das sind alles, was der Kreis braucht, haben wir an genügend Leuten da. Oh yeah, sehr, sehr schön. Mit Blick auf die Zeit, lass uns noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, und zwar die heilsame Qualität von Sprache und möglicherweise auch Musik. Ja, weil das ist ja eine sehr alte Tradition. Ich beschäftige mich ja persönlich viel mit den Gnostikern, und die Gnostiker haben ihren Gott ja Yao genannt, Yao. Und das ist so ein ganz wichtiger Name, den die Gnostiker auch lange vibriert, gesungen, ja, ähnlich wie ein Mantra wiederholt haben. Und ja, du hast ja auch schon viel von deinen Indienreisen berichtet und von der, hast du persönliche Erfahrungen, wo du wirklich diese heilsame Qualität der Musik, der Sprache bemerkt hast? Oh ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Zeit, wo ich in Indien war und auch zwischendurch in der Zeit in Europa und auch also in der Zeit habe ich sehr, sehr viel Musik selber gemacht. In Europa Straßenmusik, in Indien die ganze Zeit halt Bhajans, also so Mantren singen. Ich habe es wirklich so viel gemacht, so intensiv. Zum Teil in endlos langen Sessions irgendwie, weißt du, unter dem Mond, irgendwo am Strand mit dem Meer. Und ja, ey, das ist, ohne dass ich jemals ein Hindu war. Ich war auch da kein Hindu. Wenn ich singe Om Namah Shivaya, dann ist es für mich nicht, ich glaube an Shiva oder sowas. Und das ist, also Shiva ist ein größeres Konzept, ist einfach Spirit, ja. Und der hat natürlich verschiedene Aspekte, und wir können halt für Weiblichkeit singen und für Schönheit und für Kühnheit, was auch immer so. Und so haben das halt Namen. Ich bin jetzt kein Hindu oder sowas, ja, oder singen sozusagen als Gottesdienst. Und tatsächlich gerade diese Mantren, das ist ja dann auch ab einem gewissen Level, das ist einfach nur Phonetik. Wenn du es halt endlos wiederholst, dann wird es nur Phonetik. Das ist der reine Klang, ja. Und das ist ja das Spannende auch bei diesem Sanskrit, dass es eben diese phonetischen Qualitäten hat, die verschiedenen Silben in verschiedene Rhythmik gebracht, in verschiedenen Tönen, so, das macht was mit dir. Und ja, das habe ich sehr viel an mir selbst auch erfahren und kann das auch nur empfehlen. Interessant wäre dann auch die andere Seite. Gibt es irgendwie so negative Töne oder sowas? Weißt du, gibt es auch Musik, die manipulieren kann? Und da kommt ja dann, gibt's ja ganz viel Kritik auch heutzutage an der Popkultur, aber meistens kommt die halt auch aus so einer christlich-extremistischen Ecke, so wie es in Amerika halt ganz viele Leute gibt, die Musik des Teufels, Rock'n'Roll, Black Sabbath und so alles Teufelsanbeter. Aber ganz ehrlich, Black Sabbath, wenn ich mir das anhöre, auch im Tiefsten, ich habe es oft angehört, ich kann da nichts erkennen, was mich jetzt irgendwie negativ auf irgendeinen Trip schickt oder gar hin zu Gewalt oder sowas bringt, oder zu Suizidgedanken ist. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber die Frage stellt sich natürlich schon, wenn es immer Yin und Yang, weißt du, wenn es Musik gibt, die heilsam ist, die gute Vibes hat, dann gibt es definitiv auch Töne, die negative Vibes haben. Und nochmal aus Dune reingeschmissen, dort ist ja auch die Hauptwaffe, die die haben, ist irgendein Device, irgendein Apparat, der aber deinen Ton verstärkt. Und der eigentliche Energie, die diese Waffe speist, es kommt aus deiner Stimme so. Und das musst du auch lernen, dann, wie du so deine Stimme halt einsetzt. Also ja, mit Sicherheit gibt es auch destruktive Töne, und möglicherweise gibt es auch, und das ist natürlich auch ein ganz alter Topos, möglicherweise gibt es halt auch Melodien, die eben andere verzaubern. Wir hatten heute schon mal den Rattenfänger von Hameln, die richtige Melodie gespielt an der Flöte, und alle laufen hier hinterher. Ich schmeiße noch einen anderen Tipp rein hier, einen Literaturtipp. Ich glaube, wie hieß der denn nochmal? Krauser hieß er, glaube ich, ein deutscher Autor. Das Buch heißt Melodien. Und ohne schon zu sehr anzutriggern, es ist echt ein erfolgreiches Buch, ist in den 90ern, glaube ich, auch ein Bestseller, ist bekannt. Helmut Krauser, Melodien. Und da geht es unter anderem darum, dass es eben
eine Geheimgesellschaft gibt, die sich durch die Geschichte zieht, die im Begriff oder im Besitz war von Harmonien, von Melodien, die eben den Menschen manipulieren können. Zur Heilung einsetzen oder auch für Macht. Und das ist echt eine spannende Story, wo halt das Spiel zum Teil in der Gegenwart, wo halt Leute auf dieses Geheimnis halt kommen, dass es das gibt und dann auch tatsächlich immer noch Probleme bekommen mit dieser immer noch existierenden Geheimgesellschaft. Und die finden dann raus, das ist nur ein Plot, dass halt Mitglieder dieser Geheimgesellschaft, da waren bekannte Namen darunter und das waren alles aber Synästheten, also Menschen, die auch Töne sehen können und unter anderem sowas, Leute wie, wie hieß der, Franz Liszt und so, der war mal dann Vorsitzender dieser Geheimgesellschaft und starten tut das Buch in der Zeit der Renaissance, wo eben irgendeiner, da gab es auch diese ganzen komischen Musikakademien, wo daraus so Eunuchen gezüchtet wurden, was von klein auf als Kind hier, zack, du nur in die Musik rein und da gab's, ist ja auch die Geschichte, dass in der Renaissance möglicherweise eben antikes Wissen, so vorsintflutliches Wissen vielleicht über Konstantinopel, als es gefallen ist, vorher war es Alexandria, Bibliothek von Alexandria, dass so ein Kram dann nach Europa gekommen ist, in die Renaissance, irgendwo in Italien, dann in diese Musikakademien, die dann diese alten wiederentdeckt haben, diese alten Melodien. Ne? Spannende Geschichte, Helmut Krauser, Melodien, kann ich mal empfehlen. Ne? Vielleicht gibt's auch ein Hörbuch oder vielleicht sogar ein Hörspiel oder einen Film, weiß ich nicht. Toller Plot. Da fällt mir ein Comic ein, den ich heute Morgen gelesen habe auf dem Klo. Und zwar lese ich gerne das lustige Taschenbuch, weil meine Kinder das hier gerade überall rumfahren lassen. Und da gab es echt eine richtig coole Geschichte. Entenhausen, Donald Duck und seine drei Neffen. Und auf einmal öffnen sich überall Portale und Dämonen kommen nach Entenhausen und auf die Welt. Und alle fragen sich natürlich, was ist los? Und das Dreamteam, Donald Duck und seine Neffen und Daniel Düsentrieb, die werden dann losgeschickt. Und kommen dann in den Himalaya, weil da anscheinend diese Töne irgendwie herkommen. Da muss es irgendwie einen Teil der Töne geben und ja, also das muss irgendwie der Ursprung sein. Und ja, die treffen dann immer wieder Monster, die aus diesem Tal rauskommen und am Ende sind sie dann in diesem Tal und in diesem Tal ist dann ein abgestürztes UFO mit einem kleinen außerirdischen Kind und das außerirdische Kind hat mit einer Portalmaschine von seinem Vater rumgespielt, die nämlich auch mit Tönen arbeitet. Ne? Mit dem richtigen Ton geht das richtige Portal auf und das Kind hat sich aus Versehen dann in die Erde manövriert und versucht jetzt zurückzukommen in seine Heimatwelt und einen richtigen Ton zu finden. Und während es da so ein Klavier spielt, den richtigen Ton zu finden, gehen natürlich überall Portale auf zu allen möglichen Dimensionen und es kommen überall wieder Dämonen auf die Welt. Und ja, ich finde es einfach so interessant, wie solche Geschichten, also gerade wenn es um Töne und Resonanz geht, den richtigen Ton finden. Und es gibt ja auch in der alternativen Archäologie schon so viele Ansätze, dass man überlegt, ob vielleicht man mit Töne gewisse Strukturen vielleicht auch bewegen konnte oder ob Töne da eine Rolle gespielt haben. Es gibt ganz modern jetzt auch ganz viele YouTube-Videos von so Leuten, die experimentieren mit so Levitation, ne? Oder mit Wasser beeinflussen, ne? Wenn man Ton durch einen Wasserstrahl schickt, dass der auf einmal die Form verändert und auch wie ein Blitzmuster fließt. Also wieder zurückfließt und dann wieder nach vorne. Also man sieht, dass da auf jeden Fall was drin ist und dass dann sowas popkulturell immer wieder aufpoppt, sei es jetzt in Science Fiction oder einfach auch im lustigen Taschenbuch. Und da nur ganz nebenbei, also die lustigen Taschenbücher sind sowieso ein Geheimtipp für jegliche Verschwörungstheorie und jeglichen freaky Stuff, den man sich ausdenken kann. Da ist schon alles passiert, wirklich von satanistischen Geschichten bis hin zu Science Fiction und auch, ich meine, wie heißt es, Breakaway Civilizations ist ja schon seit Anbeginn immer ein Thema wieder im lustigen Taschenbuch. Also das kann man echt nur jedem empfehlen, da mal wieder reinzublättern. Ja, wirklich witzig. Würde ich auch freuen von, ja. Ja, großartig. Und was ich noch sagen wollte zu der ganzen Soundtechnik. Also Kevin, weil du vorhin bei diesem Embodiment warst oder wieder mehr in den Körper gehen. Deswegen hat man ja diese ganzen Namen vibriert, ob jetzt in der zeremoniellen Magie oder die Gnostiker, wenn sie jau wiederholen und vibrieren. Ja, das ist eigentlich alles dieselbe Technik. Ja, die zeremonielle Magie packt das ja nur in den festesten Rahmen, aber eigentlich haben das die Hohepriester sämtlicher Religionen immer gemacht oder nicht ganz so offizielle Religionen, dass du ja schaust, wo in deinem Körper vibriert dieser Ton, ja. Also du kommst da letztendlich auch in so einen Trance-Zustand rein und dann sind wir wieder bei dem großen Geheimnis, ja. Was ist dann das, wo du dann bist, ne? Womit verbindest du dich? Was ist dann dieser Fluss? Weil manchmal kommst du dir dann so vor, als wäre es schon was anderes. Aber möglicherweise ist es auch dein Inneres. Also das ist halt wirklich dieser, ne, was auch immer. Aber und hier bei Heisamer Sound, nochmal Indien. In Indien, da gibt es wirklich Tempel. Einer beispielsweise, da ist in Hampi, sowieso eine krasse alte Ruinenstadt Hampi. Und dort gibt es einen Tempel,
Es könnt ihr recherchieren, irgendwie sowas wie klingende Säulen oder sowas. Der Tempel hat Säulen, die sind aus Stein, das ist alles Stein. Und die Säulen sind alle gleich, das ist das gleiche Material, gleiche Größe, so. Aber wenn du die anschlägst, haben die unterschiedliche Töne. Und es ist eine Harmonie. Und du kannst dort sozusagen Harmonien spielen, indem du die Säulen anschlägst. Und tatsächlich in dem gleichen Tempel sind auch so Reliefe, die sind dann sowieso Tonbilder. Sowas wie, wenn wir heute auf irgendeine vibrierende Fläche so ein Snare Drum oder so ein Fuß, Sand drauf oder Mehl und dann mit Schall, ja, dann entsteht ein Muster. Das Mehl, das ordnet sich in gewissen Bildern, je nachdem wie der Ton ist, unterschiedlich. Ja, ja. Und solche Bilder siehst du dort in Indien, in diesem Tempel in dem Relief drin, ey, shit, weißt du. Und das ist dort, wo die Säulen klingen, wo man auch tatsächlich so gar nicht weiß, wie man sowas machen kann. Wie kannst du Säulen machen? Denkt man natürlich zuerst, okay, die sind innen hohl und unterschiedliche Holungen, unterschiedliche Ton. Aber nee, so die Engländer haben damals wild, wie sie waren, tatsächlich so eine Säule kaputtgeschlagen, um es rauszufinden. Und das sind massive Säulen. Das ist alles dasselbe Material, dieselbe Größe. Aber die klingen harmonisch. Also so Kram gibt's da halt auch. Ja. Absolut faszinierend, ne? Ja, 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 da könnte man noch so viel dazu sagen. Ne? Pythagoras hat ja auch dann gesprochen von dieser Sphärenharmonie und es gibt so viel, was ich dich vielleicht noch abschließend fragen wollen würde. Du hast, oder ich weiß zumindest von dir, dass Techno bei dir nie wirklich Anklang gefunden hat. Ja? Ich bin eigentlich auch ein Rocker, habe aber die späteren Jahre für mich Techno entdeckt, weil ich tatsächlich das Weggehen, die Leute, die man da trifft, als sehr, sehr viel. Ja gut, ich bin ja selber ein Einzelgänger, aber doch irgendwo nahbarer, angenehmer fand, weil es war nicht mehr dieses Grüppchendenken, sondern man verliert sich tatsächlich in einer Form von gemeinsamem Feld, was eine sehr, sehr angenehme Erfahrung sein kann. Ja, was wirklich mit Rock absolut nicht zu vergleichbar ist, weil Techno hatte etwas sehr, sehr repetitiv, hypnotisches, ja, ist durchaus auch melodisch. Techno ist ja genauso vielfältig wie der Rock. Deswegen war das einfach nur nicht deine Zeit. Warum hat das nicht so resoniert? Weil grundsätzlich bist du ja auch jemand, der immer wieder über den Beat spricht, ja, der Beat, der den Rhythmus vorgibt, der eigentlich dafür sorgt, dass man überhaupt in dieses möglicherweise gemeinsame Feld reinkommt. Ja? Hey, ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich ist es so, eigentlich wäre das genau meine Zeit gewesen. So, ich wäre eigentlich die Techno-Generation. Okay. So, meine Twins waren die 90er. Und ich habe das damals auch tatsächlich öfter mal versucht, also so, ich gehe auf so Rave und so, weil in der Tat, wie du sagst, eigentlich die Leute dort viel interessanter waren, so, und da habe ich eigentlich viel mehr wohler gefühlt. Da gab es dann auch irgendwann, es war dann schon in den 2000ern, wo ich auch dann schon in Indien war, dann so diese ganzen Goa-Geschichten und so, und obwohl ich in Indien nie in Goa war, es hat mich auch in Indien null interessiert. Aber in Sinai und so, was du doch auch da hast, ist auch super populär. Ja, genau, und also ich bin ihm schon immer wieder begegnet und das sind eigentlich dann schon auch Leute, wo es irgendwie resoniert, aber letztens tatsächlich, wenn ich dann hingegangen bin, auch echt voll offen, ich gebe mich jetzt rein so und ich liebe auch Beat und Trance und bin auch Trance-mäßig, ich mag das gerne, aber es hat mich nie abgeholt. Und am Ende bin ich dann doch immer nur in der Chill-Out-Lounge mit den Leuten halt abgesessen, Chai getrunken und so. Das, also weil ich halt die Leute gern mag und diese Subkultur irgendwo. Und ja, ich habe dann echt auch tatsächlich oft drüber nachgedacht, so, ja, warum ist das so, warum huckt mich diese Musik nicht? Weil die Rhythmik, die aus der Techno kommt, die finde ich ja wieder interessant. Das ist ja, im Grunde geht es ja zurück auf Krautrocker. Der große Klaus Dinger, den muss man da erwähnen. Das war ein Schlagzeuger. Der hat gespielt bei Neu und später La Düsseldorf. Und der Typ, der hat ein Beat entwickelt, wie es ihn vorher noch nicht gab, am Schlagzeug. Der wird musikhistorisch, nennt man das Motorik. Er selber hat es einfach Krautrock-Beat genannt. Und das ist so eine ganz monotone Geschichte. Die kannst du auch sehr, sehr schnell spielen. Du kannst es auch ganz langsam spielen, im Grunde haben wir aber immer das Gleiche. Etwas, was keinen Anfang hat und kein Ende. Es ist wie so ein Fluss oder wie eine Autobahn damals in den 70ern auf Assets sind die rumgefahren. So. Da haben die dann ihre Inspiration herausgeholt. So. Klaus Dinger, ja. Und Klaus Dinger, by the way, weil wir es heute schon erwähnt hatten, so der galt ja in seiner Zeit, wir reden jetzt erste Hälfte der 70er, galt er als der Mann in Deutschland, der wahrscheinlich die meiste LSD-Erfahrung hatte. Der hatte damals schon über 1000 Asset-Trips. Das ist, was er dann geholt hat, in diese Welt manifestiert hat, ist dieser Beat. Und der Beat letzten Endes, den Klaus Dinger gesetzt hat, das ist die Grundlage geworden für alle elektronische Tanzmusik, so wie dieses Techno. Das ist die Grundlage davon. Das hat der sich sozusagen, der hat das kreiert. Ja. Und nachdem hat man auch die ersten Drum Machines gebaut, weil es konnte halt keiner so spielen wie er, außer seinem Bruder. Das ist eine extrem physische Sache, wenn du so einen schnellen Beat, das 10 Minuten durchziehst,
das können selbst Spitzenschlagzeuger nicht aus physischen Gründen und dann auch wie so ein Metrum so exakt zu sein. Aber der konnte es halt also in seinem Acid-Trip so, gibt doch krasse Aufnahmen von dem, wie der spielt. Weißt du, hey, haut er sich mit dem Gesicht wie so ein Hai, dann Blut rollt ihm rüber, egal, weil er ist da so in sich drin, ne? Also so eine physisch wie ein Monster spielt er, das ist crazy so. Klaus Dinger, ja. Und der, ja, der hat sozusagen diesen Beat gesetzt und deswegen resoniere ich eigentlich damit und so. Und ich weiß es nicht wirklich, warum ich da nie so in der Techno-Szene musikalisch angekommen bin, warum mich das nie gehuckt hat. Eine These ist vielleicht, weil du sagst es ganz interessant mit diesem gemeinsamen Feld, was kreiert ist, sowas Tribalhaftes. Und da bin ich dabei, wenn es über den Rhythmus kommt. Aber die Techno-Mucke ist vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es meine Individualität, die da in dieses gemeinsame Feld halt irgendwie nicht reingeht. Ich weiß es nicht. Weil so ich kann das schon. Da sind wir wieder bei sowas wie Rainbow. Wir haben nicht nur Butchans gesungen, wir haben auch Drum-Sessions gemacht, halt stundenlang, weißt du, gemeinsam trommeln und boah, nur Rhythmus, ey, wow. Und da geht's die ganze Zeit ums gemeinsame Feld, also wie du da zusammenfließt irgendwo. Aber ich weiß nicht, bei den Techno-Partys ist es bei mir nie passiert. Ich habe aber letztens tatsächlich keine klare Antwort drauf. Ja. Nee, kann ja auch individueller Geschmack sein. Also ich bin ja auch so ein totaler Individualist, der aber dennoch manchmal so eine Vorliebe hat für dieses Feld. Ne? Das ist so ein ständiger innerer Kampf. Ich mag auch elektronischen Sound. Ich liebe das eigentlich total, aber irgendwie Techno. Ja, ich meine, weißt du, es ist ja, es verschwimmt. Ich meine, es gab ja auch in der Rockszene genug Leute, weißt du, auf Techno-Partys, wenn du auch gesagt hast, du magst die Leute lieber, was erstmal auffällt, das sind so richtig krasse Individualisten, die da rumlaufen. Ja, da siehst du so bunte Vögel, die siehst du auf Rock-Partys nicht, ja. Obwohl es die da auch gibt, weißt du, vorhin habe ich es ja gar nicht geschafft, über Bowie zu reden, ne. Wäre Bowie ein bisschen später geboren, ne, vielleicht wäre der einen ganz anderen Weg gegangen oder so, wer weiß. Ja, der würde vom Aussehen her da auf jeden Fall sehr, sehr gut reinpassen und von dem, was gedanklich so ablief, ja. Und Bowie hast du übrigens mal perfekt analysiert, ne? Der war eben dieses Chamäleon, der konnte das. Ja, das ist ja eben dann auch wichtig, dass du so, es gibt Leute, die sind so ein natürlicher Channel, ja, wie so ein natürlicher Schauspieler. Schauspiel ist was unglaublich Komplexes, ein unglaublich komplexes Handwerk, was nicht jeder kann. Da musst du dieses Chamäleon sein, weil du ansonsten rebellierst, ja. Wir sind alle drei starke Individualisten. Wir könnten das gar nicht, weil das furchtbar ist, einfach so krass seine Maske zu wechseln, ja. Aber Bowie konnte das. Und was ich hier nur zum Abschluss reinwerfen will über Bowie, weil ich weiß, viele Bowie-Fans sind ja hier auf RE auch mit dabei. Bowie hat in seiner Familiengeschichte ja so eine richtig krass, also wie so einen Familienfluch der Schizophrenie, ne? Also von seiner mütterlichen Seite, drei Tanten hatten diagnostiziert Schizophrenie und auch sein Bruder, bei dem ist es halt später irgendwann ausgebrochen, weil das ist sowas, das kann dann plötzlich, da passiert irgendwas halbwegs Traumatisches und dann legt es den Schalter um, ja? Und auch sein Bruder, den er sehr, sehr geliebt hat, der wurde halt irgendwann eingeliefert und kam nicht mehr raus, ja? Das war wirklich so ein Fluch, der Bowie sein ganzes Leben verfolgt hat. Und er hat ja dann selber in den 70ern ganz viel Kokain gezogen und ist in Zustände gekommen, wo das halbwegs, wo er wahrscheinlich gewusst hat, was das so ein bisschen ist, aber trotzdem konnte der das immer künstlerisch kanalisieren, ja? Das heißt, ja. Ich glaube einfach, ich glaube letztendlich, es geht tatsächlich um Individualität, ne? Also um das Richtige, um zu erkennen, was da für einen irgendwo der richtige Weg ist, ja? Was die Kunst ist, die speziell man selbst in die Welt bringen will. Was ein Bowie, was ein Klaus Dinger gemacht hat, ja? Was dann Ozzy Osbourne auf seine Art und Weise gemacht hat und, ja. Deswegen lieben wir Musik so sehr. Mein letzter Take dazu ist, weil wir haben heute schon so viel auch über das Organische gesprochen, das Technische und so weiter. Irgendwie, wenn ich mir Klaus Dinger anhöre und so, dort gab es auch schon viel elektronische Musik oder so frühe elektronische Musik, noch vor Techno, dann ist es immer noch was Organisches, was Menschliches, oft auch im Zusammenspiel von mehreren Menschen, immer noch eine Art Bandgedanke so, wo eine Individualität reinkommt und mehrere Individuen und die flicken dann was zusammen. Und Techno, der Name sagt es ja schon, das ist halt dann schon mehr in diese mechanistische Sache. Die Hauptarbeit macht ein Rechner und nicht ein Musiker. Es gibt ein DJ und das ist auch eine kreative Qualität, gar keine Frage so. Ja. Und da gibt es Leute, die sind manchmal besser als andere so. Aber
es, die Hauptarbeit, die Musik macht nicht mehr der Mensch. Also da ist keine Magic in den Fingertips, die eine Gitarrenseite anspielt oder eine Taste drückt auf ein Piano oder so. Oder auch menschliche Stimme. Es ist halt dann eine mechanische Musik. Und vielleicht ist es das, was mich so im Innersten vielleicht dann nicht so abholt. Weil es halt technologisch ist, eine technische Musik, eine Robotic Music. Das kann gut sein. Es geht mir genauso. Wenn ich jetzt hier mal auch die abschließenden Worte finden darf, dass Techno einfach so ein bisschen abgestumpft ist und verstümmelte Musik ist, ne? Also oft auch dieses Gesample und Runterregeln und so ein bisschen, ja, einfach auch so ein bisschen nicht, es kann schon sehr kreativ sein. Ich meine, es gibt auch echt schon sehr, sehr komplexe elektronische Ensembles, auch was da möglich ist als Einzelner vom PC, was du da schaffen kannst, ohne dass du jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Instrumente brauchst, die du alle einzeln einspielst, wo du Leute brauchst, die das spielen können. Es ist schon wieder auch dieser Personal Desktop-Gedanke, ne, dass du einfach alleine was schaffen kannst, was du ohne dieses Gerät nicht schaffen kannst. Und ich glaube, wir haben das heute einfach auch wieder sehr, sehr schön rausgearbeitet, dass zum einen, wenn es jetzt gerade um PCs geht, dass es wieder diesen Balanceakt geben muss, wie immer, ne? Es hat alles so seine zwei Seiten und auch bei Kommunikation. Wir haben jetzt zwar mehr eigentlich so diese nützlichen Sachen ein bisschen herausgestellt und haben weniger uns auf so negative Geschichten konzentriert, wo man ja bestimmt auch nochmal eine Sendung drüber machen könnte. Also negative Kommunikation, Manipulation, Propaganda und sowas, das haben wir heute ganz ausgeklammert. Aber trotzdem haben wir, denke ich, einiges angerissen und auch, ich glaube, zeigen können, oder für mir hat es jetzt auch wieder bewusst gemacht, wie riesengroß dieses Thema Kommunikation eigentlich ist. Also egal in welchem Bereich du irgendwie reingehst, es geht immer um diesen Informationsaustausch, ne, in dem wir uns ständig bewegen. Und es ist so schwierig, sich ja eigentlich vor Sachen zu schützen, wenn man zu den Menschen gehört, die sehr offen sind und die sich für Dinge öffnen. Ne? Ich meine, wir sehen da draußen ganz viele Menschen, die verschlossen sind vor Informationen. Ne? Da kommt eine gewisse Information hin und die sind so programmiert, die können die eigentlich nur auf eine gewisse Weise verarbeiten. Und umso mehr du dich öffnest, umso mehr läufst du natürlich auch auf die Gefahr, dass du ja zum reinen Medium dieser Information wirst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder zu diesem Erkenne-dich-selbst-Thema zurückkommt. Ne? Umso mehr wir uns selbst besser kennenlernen, umso besser können wir auch in Kommunikation gehen, in eine Kommunikation mit uns selbst, ne? mit diesem Beispiel Körper, unseren Körper kennenlernen, aber auch mit unseren Mitmenschen kommunizieren. Ne? Dass es nicht einfach bei diesem Smalltalk bleibt, der so gang und gäbe ist, sondern dass wir einfach auch die richtigen Sachen zum richtigen Moment sagen, möglicherweise einen Impuls geben können, aber auch einen Impuls nehmen können. Weil das ist das, wo eigentlich dieses Menschsein für mich immer darauf hinausläuft, ne? Mich selbst entfalten, und um mich selbst zu entfalten, brauche ich aber alle anderen Menschen irgendwie auch in meinem Leben, die mir begegnen, ne? Weil jeder hat mir irgendwas zu geben, und wenn es nur ein kleiner Satz ist an der Kasse am Edeka, ne? Manchmal kann das den Tag schon so erhellen. Also Kommunikation ist was uns sehr, sehr ernährt. Und ja, ich glaube, damit möchte ich von meiner Seite aus die Sendung heute abschließen. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es war wieder Wohnzimmeratmosphäre hier mit euch beiden. War wieder großartig und ja, sehr, sehr gerne in der Zukunft wieder. Oh. Yeah, sehr, sehr schön. Ja, zum Schluss sage ich dann noch kurz was zum Schweigen. Die Finnen wurden ja zum glücklichsten Volk der Erde gewählt. Egal, was man von diesem Index halten mag, aber das war ja groß in den Medien die letzten Tage. Ich glaube, gestern gab es auch Anschlag, ja, der wollte wahrscheinlich beweisen, dass es nicht für alle so ist. Aber grundsätzlich sind die Finnen ja sehr, sehr zufrieden. Und es gibt eine schöne Geschichte. Ich habe so ein Interview gelesen in der NZZ. Manchmal liest man sowas, ja, aber den Feuilleton darf man ja noch lesen, ja. Da war ein Interview mit so einem schwedischen Journalisten und der hat beschrieben, dass die Native Americans damals scheinbar am besten zurechtkamen mit den Finnen, weil nur die Finnen wussten, wie man einfach stundenlang am Feuer sitzt, in die Flammen starrt und auch mal nichts sagt. Und in diesem Sinne möchte ich das Schweigen nicht weiter durch unser Gerede unterbrechen und sage nur noch, there is an end of the speech, let the silence of darkness be broken, let it return to the silence of light.